This is the professional LAX member Low Key, and you are listening to Wrestling Talk Radio. Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio zu einem neuen Roundtable. Ich bin der Sven, euer Pumper der Herzen, und mit dabei ist der Alex. Hi Alex. Schönen guten Abend. Na Alex, geht's dir gut? Hast du WrestleMania und die ganze Veranstaltungsorgie außenrum gut überstanden? Ja, habe ich. Bin aber auch sehr übersättigt, muss ich sagen. Vielleicht mache ich demnächst mal eine kleine Pause, bis dann die Best of Super Juniors in Japan starten. Aber es wird leider nicht weniger, ist das Problem. Also, nee, man kann ja kaum eine Pause einlegen, sonst verpasst man die wichtigen Sachen. Ja, also ich habe es tatsächlich geschafft, gestern Abend alle Shows und Matches, die ich unbedingt sehen wollte vom WrestleMania-Wochenende, mir anzugucken. Habe noch eins in der freiwilligen Liste, was ich vielleicht noch bei Gelegenheit anschaue. Aber das war jetzt schon wieder so ein riesen Batzen an Wrestling, der uns da präsentiert worden ist. Wir haben jetzt hier im WTR bislang den kompletten WWE-Teil besprochen, heißt NXT TakeOver WrestleMania Hall of Fame. Und jetzt beginnen wir mit dem ganzen Rahmenprogramm. Und wir starten heute mit wahrscheinlich der größten und vermutlich heißest erwartetsten Show, nämlich Ring of Honor Supercard of Honor 12. Was jetzt in der Geschichte der Liga die tatsächlich größte Show ist, vor ungefähr 6.000 Zuschauern. So viel hatten sie noch nie. Das ist im Vergleich zum letzten Jahr. Letzte waren es vielleicht 3.500, ne? Da haben sie richtig Gas gegeben. Da haben sie richtig Gas gegeben, ja. Aber wenn es ein neuer Standard ist bei Ring of Honor, gerne mehr davon. Und was ich vorab schon mal loben will, also obwohl ja Ring of Honor ist natürlich eine Indie-Liga, muss ich sagen, das ganze Set sah schon echt wunderbar aus. Also das sieht man schon, dass in der Ring of Honor doch ein Batzen Geld steht mit der ganzen Sinclair-Group. Also da hat man schon was Ordentliches auf die Beine gestellt. Also wenn ich mal die anderen Super-Shows beim WrestleMania-Wochenende so angucke, wo du, wenn du Glück hast, einen halbwegs ordentlichen Sound hast und vielleicht ein kleines Entrance-Videos, also auf so einer billigen Leinwand, was der Ring of Honor im Vergleich dazu anschaut, ist da natürlich schon ein weiter Unterschied. Also schon enorm, wie sich Ring of Honor inzwischen entwickelt hat die letzten 10 Jahre über. Ja, das kann man absolut bestätigen. Optisch von der Präsentation hat es ordentlich was hergemacht. Man muss an der Stelle aber auch direkt den Kritikpunkt hinterherwerfen. Scheinbar ist auch die ganze Kohle in die Präsentation geflossen und nicht in den Honor Club, weil direkt hier die am heißesten und am meisten erwartete Show des Jahres mal wieder technische Probleme hatte auf der eigenen Seite. Ja, ich kann es. Und der lebende Beweis. Es kann ja nicht wahr sein, weißt du, dann auf der Fight TV App, wo der Pay-Per-View auch lief, halt für Pay-Per-View-Kosten, ich glaube $25 oder so, schien es problemlos funktioniert zu haben. Aber der eigene Streaming-Service hat halt wieder nicht funktioniert. Und das ist irgendwie gefühlt jedes Jahr bei den wichtigen Shows irgendwo so ein technisches Problem. Und jetzt haben sie reagiert, haben ja nochmal Gutscheine rausgegeben an alle Geschädigten. Was per se erstmal eine coole Aktion ist. Auf der anderen Seite habe ich so viel Kritik schon wieder im Netz gelesen, weil einfach die Leute sagen, was soll ich denn mit einem Gutschein für den Shop? Ich will bei euch keine T-Shirts kaufen, ich wollte die Show sehen. Ja, das ist richtig. Also ich habe übrigens meinen Gutscheincode nicht bekommen. Böse. Ich habe mir es geholt, weil es halt auch so ein 9,99 Ding. Dachte, man kann mal ausprobieren. Und also ich habe gleich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich das Ding endlich zum Laufen gebracht habe. Also ich habe mich angemeldet, abgestürzt. Dann musste ich mich jedes Mal Seite reloaden. Dann bin ich irgendwann mal, konnte ich mich dann mit meinem Login, war ich dann im Profil drin. Klick Supercard of Honor an, abgeschmiert. Dann habe ich mir gedacht, na, Browserwechsel, mich da angemeldet, wieder abgestürzt, bis ich dann endlich mal eingeloggt war. Dann irgendwann bin ich dann auf die Supercard of Honor Seite gekommen, klick's an, es lädt und irgendwie nach 10 Minuten habe ich dann das erste Mal ein Bild und
dann nach einer halben Stunde, wie ich dann endlich mal den Play-Button drücken konnte und das Ding halt wirklich endlich mal gelaufen ist, lief es auch dann durch bis zum Schluss. Aber ich meine, wenn ich jedes Mal eine halbe Stunde brauche, um ein Pay-Per-View zum Laufen zu bringen, ich meine, da vergeht es dir halt schon. Ich meine, gut, ich habe ein Takeover nebenbei laufen lassen. Es war ja sowieso nur Ring of Honor auf dem Laptop und auf dem großen Fernseher im Takeover. Deswegen wäre es jetzt auch nicht so schlimm gewesen, wenn jetzt nichts nicht zum Laufen gebracht hätte. Aber wenn jetzt wirklich die Hardcore-Indie-Fans sagen, nee, die gehen hier wirklich auf Ring of Honor, die freuen sich drauf. Bei der Card verständlich. Und dann abonnierst du dir auch noch das Ding für $10 und es läuft nicht, dann ist natürlich das, da ärgert man sich schon. Ich habe mich auch kurz 10 Minuten geärgert. Ich habe es eigentlich auch sogar sein gelassen, mal zwischendrin und auf einmal irgendwann nach Viertelstunde auf einmal hatte ich ein Bild. Das war echt unerwartet. Ich habe einfach den Laptop schon auf die Seite gestellt und auf einmal irgendwann hatte ich einen Ton und ein Bild und das Ding lief. Da war ich dann doch etwas erstaunt, aber ich habe auch mit Jan im Takeover-Podcast, also im Off-Talk, ein bisschen drüber gequatscht. Der hat sich da auch die ganzen Kommentare ein bisschen durchgelesen. Also die Fans sind ja echt wieder auf die Barrikaden gegangen. Also es ist natürlich echt schade. Da hätten sie halt wirklich jetzt abliefern können und sagen, pass auf, wir haben auch ein gutes Network, abonniert das Ding und da hätten sie ordentlich Werbung dafür machen können. Stand ja auch auf der Ringschürze nochmal Honor Club, da haben sie auch nochmal ordentlich beworben dafür und wenn es halt dann nicht läuft, ist halt dann echt schade. Und vor allem ist halt Ring of Honor halt eh von der Vergangenheit schon geschädigt, dass das halt immer wieder problematisch ist und dass die es einfach nicht hinkriegen, obwohl die Singler Crew Group dahinter ist, ist halt echt schade. Also da muss Ring of Honor echt dran arbeiten, weil dieses Networking, Streaming-Dienst ist halt heutzutage das A und O, gang und gäbe, es muss laufen. Und vor allem, wenn du halt große Live-Show hast, gerade da, wo die Leute alle gucken, da muss das Ding laufen. Also da und da müssen sie sich auch kritisieren lassen dafür und da helfen, wie gesagt, auch keine Gutscheincodes. Ist nett gemeint, aber wenn die großen Events laufen und da muss abgeliefert werden. Man muss jetzt natürlich sagen, dass das WWE Network am Anfang in den Geburtstagen auch Schwierigkeiten hatte, auch mehr schlecht als recht lief. New Japan World das gleiche in grün. Sie sind jetzt halt noch ganz am Anfang. Sie sind halt auch relativ spät auf diesen Streaming-Dienstzug aufgesprungen. Ja. Umso mehr hätte man eigentlich erwarten können, dass sie eine vernünftige Infrastruktur aufbauen, gerade wenn eben eine Show wie Supercard of Honor eben dann die erste große, wirklich große Show ist, die läuft, und man eigentlich erwarten konnte, dass die Show unheimlich populär sein wird online, wenn man eben mit Cody und Kenny Omega als Headliner wirbt. Wie gesagt, ist jetzt halt nicht passiert. Sie müssen jetzt halt wirklich schauen, dass sie das Ganze in den Griff bekommen. Und wie du es eben selber schon sagst, das große Problem ist halt, dass in der Vergangenheit über Jahre, also seit ich Ring of Honor verfolge, das ist seit mittlerweile auch schon 8 Jahren oder so, immer wieder technische Probleme aufgetreten sind. Egal, ob das jetzt bei Ustream war oder keine Ahnung, welche Anbieter sie alle hatten. Ständig waren irgendwelche Probleme und es kann ja dann nicht die Lösung sein. Im Jahr 2018, dass du das Ganze dann über die Fight TV App kaufen musst für $25 Vollpreis. Genau. Während alle anderen Konkurrenten dir mit 9,99 entgegenkommen und du gefühlt 30, manchmal sogar 31 Shows für das Geld bekommst. So sieht's aus. Ja. Nichtsdestotrotz, die ganzen technischen Probleme mal beiseite, haben wir eine pickepackevolle Card, die wir zu besprechen haben. Es hat 3 Dark Matches gegeben im Vorfeld zum eigentlichen Pay-Per-View. Die wollen wir einfach nur ganz kurz erwähnen, wer da Matches miteinander beschritten hat. Das waren als allererstes Brian Melonas und der Beer City Bruiser, die beiden Super Heavyweights an der Stelle, die angetreten sind gegen Luke Hawks und PJ Hawks und die Motor City Machine Guns und die beiden dicken Männer haben das Ding gewonnen. Ziemlich dominant. Ja. Das stimmt. Das haben wir in der Intermission dann kurz eingeblendet bekommen, das Match. Erschreckend an der Stelle, wie schlecht die Machine Guns ausgeschaut haben. Allerdings habe ich auch in der Vergangenheit schon gesagt, die sind für mich mittlerweile irgendwo so ein Relikt aus der Vergangenheit. Leider. Ja, für den Dark Match vielleicht immer noch ein bisschen zu gut, aber naja, ich bin vielleicht trotzdem noch gut, dann ist er noch ganz gut eingesetzt werden, aber ich mag es ja auch irgendwie nicht mehr sehen und das ist der Hauptgrund ist eigentlich eher Chris Sabin. Also ich weiß nicht, ob man die vielleicht nach Japan schicken sollte, vielleicht, dass sie da ein bisschen was machen, vielleicht sind sie dann gefallen sie mir dann besser. Also Alex Shelley mit Kushida wäre ganz nett irgendwie, dass die vielleicht mal so eine kleine Tag League worken oder so, wäre ganz nett, also als Timesplitters, aber Chris Sabin ist für mich so blass wie er blass ist. Wir blass ist.
die Zeit ist einfach vorbei. Ja. Die beiden anderen Matches waren die beiden Halbfinal-Matches im Turnier um den Ring of Honor Women of Honor Title, also um den Frauentitel. Das war das zuallererst Kelly Klein, die Mayu Iwatani besiegen konnte. Irgendwo eine Überraschung, weil Mayu Iwatani halt ein relativ großer Name aus Japan ist. Allerdings hat Kelly Klein bis dato halt noch unbesiegt war in Ring of Honor, insofern auch noch nachvollziehbar vom Booking. Die große Überraschung für mich dann, Sumi Sakai hat im zweiten Halbfinale Tennille Dashwood, a.k.a. Emma, besiegt und das war für mich eigentlich fast schon so ein sicherer Name fürs Finale. Eigentlich ja, vor allem wenn man die Gerüchte auch hört, dass da ein gewisser Herr Cody Rhodes die Dame ja in den Bullet Club holen will. Hätte ich mir jetzt nicht gewünscht, wenn die den Titel gewonnen hätte und dann so als neues Bullet Babe hätte man machen können. Also, aber wenn man später aufs Finale Sumi Sakai gegen Kelly Klein heißt es ja, kommen, dann werde ich mich auch nun mal leider negativ dazu äußern müssen. Also ja. Das hat mir alles nicht so ganz gefallen, was die Damen da gemacht haben. Ja, man hat das Ganze halt dann noch schön abgeschlossen mit einem Standoff der beiden Finalgegnerinnen, wo dann halt auch Kelly Klein sehr disrespektvoll gegenüber Sumi Sakai, einer Wrestling-Legende, eben sich gezeigt hat, sie nochmal so ein bisschen angegangen hat und damit haben wir dann halt im Endeffekt den Aufbau für das Finalmatch, was wir dann später im Laufe des Pay-Per-Views sehen sollten. Der eigentliche Pay-Per-View hat dann begonnen mit Chucky T, begleitet vom mittlerweile immer noch sehr versehrten Trent mit seinem gerissenen Trizeps und seinem gerissenen Brustmuskel. Mhm. Und der Gegner war Jonathan Gresham, gefühlt 1,50 Meter hoch und war ein ganz netter Opener, Alex. War ganz nett. Gresh hat sich dann fast mal selber getötet bei dem, Achtung, Suicide Dive. war ein netter Opener halt, dass man auch so dermaßen Indie-Legenden eigentlich, die sind auch schon beide so 10, 15, 20 Jahre dabei, so habe ich das Gefühl. Also war ganz nett, dass die beiden da mal ein bisschen Opener machen durften. War gutes Match, hat die Fans gleich reingeholt. Bisschen spotty, wie man es so kennt, ein bisschen Comedy von Chucky T. Am Ende Inside Cradle von Chucky T zum Sieg. War ganz gut, war ganz nett. Also mir hat es gefallen. Hat er, glaube ich, auch nur, es gedauert, 8,5 Minuten. Ach, das sind eigentlich so schöne Opener, muss man sagen. Die können beide was, die kennt man. Vor allem die Hardcore-Indie-Fans, die kennen die beiden natürlich schon über Jahre. Und wenn die beiden so einen kleinen Opener machen, finde ich gut. Also ich muss sagen, ich bin echt, also Chucky T ist so ein Kandidat, wo ich sage, also egal welche Liga, jetzt mal abgesehen von der WWE, was ich einschalte, der Kandidat steht auf der Karte. Ich gucke New Japan, ist er da? Ich gucke Ring of Honor, ist er da? Ich gucke die WrestleCon Super Show, ist er da? Ich gucke CCW, ist er auf der Karte? Also der Mann profitiert, also das klingt jetzt blöd, aber wirklich dermaßen davon, dass Barretta verletzt ist, weil der ist ja eigentlich mehr oder weniger jetzt überall der Ersatzkandidat und deswegen war ja auch bei New Japan in der Tag League mit dabei und überall eigentlich, auch bei Chaos ist jetzt quasi der Barretta-Ersatz. Also Chucky T momentan hat in seinen fünften, sechsten, siebten Sommer inzwischen. Also der haut nochmal alles raus und seine Comedy, muss ich sagen, gefällt mir inzwischen auch ganz gut. Ich hatte immer ein bisschen ein Problem damit, ich fand ihn halt auch immer ein bisschen langweilig so, war typischer Indie-Guy. Aber inzwischen, muss ich sagen, habe ich mich ziemlich angefreundet mit dem guten Chucky T. Ich werde vielleicht noch ein kleiner Fan von ihm. Nur ein kleiner. Ein kleiner. Also praktisch Jonathan Gresham unter den Chucky T-Fans. Ich habe mir noch gedacht, als die beiden gegenüberstanden, das kann ja nicht wahr sein. Also Jonathan Gresham ist gefühlt viermal so klein wie Chucky T. Wie groß Chucky T rüberkommt, habe ich dann auch bei der RevPro Show gesehen. Da reden wir dann morgen drüber, wenn ihr das hört, übermorgen. Ich fand die Anfangsphase sehr schön mit dem technischen Wrestling, wie sie sich im gegenseitig ausgekonnt haben, wie Gresham jedes Mal sich schön aus diesen Holes, aus den Half-Crabs und so rausgedreht hat. Ich finde es immer sehr, sehr stylisch, wenn Chucky T sein Moonsault daneben setzt. Das schaut unfassbar gut aus, wie er den daneben setzt. Das stimmt, ja. War halt ein okayes Match, nichts Besonderes. Sollte auch nicht mehr sein als das, was es war. Haben eine gute Chemie miteinander gehabt. Man kann da weiter damit arbeiten, mit den beiden. Ich finde es halt aus Euro-Sicht wirklich cool, Jonathan Gresham bei ROH zu sehen. Ja. Nachdem er so lange Zeit eben hier auch in Deutschland gewrestelt hat, bei der WXW. Und im Endeffekt immer irgendwo als
ja, Geheimfavorit und Publikumsliebling da gehandelt worden ist. Und jetzt schafft er halt scheinbar auf seine, in Anführungszeichen, alten Tage doch nochmal irgendwo so was Ähnliches wie ein Durchbruch. Ähnlich wie ein Chucky T, der auf seine, in Anführungszeichen, noch älteren Tage ja, auch nochmal, wie du sagst, seinen siebten Frühling erlebt. Richtig, Und Frühling, nicht es, Sommer. ja. Ja, vielleicht ist er bei ihm auch schon Sommer. Die Temperaturen würden ja sogar passen aktuell. Das stimmt, ja. Ein Ja, Tanz. also. Ja, also war ein gutes Match. Crowd war drin und Trent hat draußen auch noch seine Präsenz spüren gemacht. Ich hab ein bisschen Sorge um ihn gehabt, als er dann sich irgendwie in den Ring reingequält hat mit seinem riesen eingebundenen Arm. Und da dachte ich mir, so, und jetzt musst du auch wieder raus irgendwie. Ja, und dann hat er sich irgendwie so ganz komisch auf den Rücken legen müssen und ist dann irgendwie so seitlich rausgerobbt. Das sah nicht so cool aus. Und dann habe ich gedacht, Trent, wäre es besser draußen geblieben. Hast du das Match von der WrestleCon Super Show geguckt mit Chucky T bei diesem Six-Man-Ding? Nee, was war das Tag Team? Mit den Golden Lovers und er mit Flip Gordon im Main Nee, Event? habe ich nicht. Da haben sie ja Hoffnung gehabt, weil ja der Tag Team Partner, also Trent Barretta, ja ausgefallen ist. Und da hatten ja alle als Special Partner Okada erwartet. Der war zwar dort, aber nicht im Einsatz. Nee, da gab es eigentlich ganz witzig, weil Chucky T war, der hat eine Promo gehalten, war da irgendwie zwei so, was ich, Maskottchen reingeholt, der erst sein Partner wird und dann irgendwann taucht dann Barretta auf und die Fans marken komplett aus und alle dachten, möchte er ist wieder fit und macht sich ja den Klettverschluss von seiner Schiene auf und will das Ding abziehen und alle marken komplett aus, Barretta ist wieder fit, dann kommt Rocky Romero rausgesprintet und sagt so, Junge, du bist nicht fit, mach den Klettverschluss wieder zu und geh wieder Backstage, hat er den Backstage mitgenommen. Ist lustigerweise während des Matches nochmal aufgetaucht mit der Zigarette im Mund, hat sich an Ring-Apron gestellt, hat eine geraucht. Dann durfte auch Chucky T mal ziehen und Flip Gordon meinte so: Bei der Armee haben wir nie geraucht, mach die Kippen aus, Jungs. Also, es war wieder ein ziemliches Comedy-Spektakel, also hat echt Spaß gemacht. Also, der Main-Event von der WrestleCon Super Show. Wrestlerisch zwar solide, okay, mehr nicht, aber vom Comedy-Faktor her für der 1A. Also, das hat genau meinen Geschmack getroffen, richtig gut. Also, wer es nicht gesehen hat, unbedingt mal angucken. Schön. Ich habe die WrestleCon, also ich habe das Match nicht gesehen, weil es mich einfach nicht wirklich gereizt hat. Ich habe gelesen, dass da eben Flip Gordon der Ersatzmann ist und naja, muss nicht zwingend. Wenn es jetzt Okada gewesen wäre, hätte ich mir es aus reiner Beklopptheit angeguckt. Aber so nicht. Ja, Man muss ja auch nur Prioritäten setzen. das stimmt allerdings. Ja, Okada hat nur ein bisschen WrestleMania-Zuschauer, ein bisschen Backstage gechillt mit Nakamura. Also ist scheinbar wirklich nur wegen WrestleMania eingeflogen, so wie ich das mitbekommen habe. Der war wirklich nur als Fan da, als Gastfinder von Nakamura. Ansonsten war der überhaupt nicht im Einsatz an dem Wochenende. Ja, das haben wir dafür ein paar Kollegen von ihm übernommen. So wie auch jetzt im nächsten Match Tomohiro Ishii gegen Punishment Martinez und alles, was wir gerade mit Gresham und Chucky T gesagt haben in Bezug auf die Größenverhältnisse. Ja, können wir hier genauso weiterführen. Und alles, was du gerade gesagt hast, so von wegen Selbstmordversuch, können wir hier weiterführen, weil Punishment Martinez hier auch halb stirbt bei einem Dive nach außen und direkt danach aufspringt und snowstellt und. Ja, das war wirklich gut. Vor allem nach der Aktion, nach diesem, ich nenne ja mal den Marius Alani-Gedächtnisspot, also diesen Sprung übers Seil, aufgestanden und direkt noch ein Air Jordan rausgesprungen. Also der macht von nichts halt. Also, wenn was schief geht, ich mache gleich die nächste Aktion, damit ich wieder im Match drin bin, im Flow. Ja, dieses Match war genau das, was man im Endeffekt erwarten konnte von den beiden. Eine wirklich sehr harte Schlacht, also wirklich schön Hard-Hitting. Ich glaube, im Neudeutschen nennt man das einen Hoss-Fight. Obwohl Ishii ja eher ein kleinerer Hoss ist, aber nichtsdestotrotz sehr hossig. Und war ein unheimlich kurzes Match. Also im Endeffekt genauso lang oder kurz wie der Opener, aber halt ein schöner Sprint und überraschend deutlich in meinen Augen, wie klar Martinez dann am Schluss Tomohiro Ishii besiegen konnte. Ja, das stimmt. Wir haben ja im letzten Podcast ja auch immer über die Martinez-Matches geredet und auch immer gemeint, er hat zwar die meisten Matches verloren, aber er ging eigentlich immer gut aus der Geschichte raus.
Und hier hat er wirklich mal ein Statement gesetzt, würde ich sagen. Man muss ja natürlich sagen, Ishii ist ja einen Tag vorher neuer RevPro-Champion geworden. Und der kam ja auch mit dem Gürtel raus. Und so ein dominanter Sieg von Martinez gegen den neuen RevPro-Champ Ishii, das ist natürlich schon mal beeindruckend. Überhaupt, dass mal ein Ring of Honor-Mann mal in New Japan-Mann besiegt, das ist sowieso mal Seltenheit. Also es kommt ja echt selten vor, dass da mal die Ring of Honor-Jungs gewinnen dürfen. Aber es war wichtig. Wir haben ja auch gemeint, dass Martinez endlich mal einen wichtigen Sieg braucht. Und das war auf jeden Fall mal ein Statement vom guten Punishment. Weil es halt sie halt nicht irgendwie so ein super ROH-Star ist, wie ein Jay Lethal oder Genau. keine Ahnung, irgendwas in der Top-Card, ne? Sondern halt im Endeffekt nur in Anführungszeichen ein aufstrebender Star, der einen der etabliertesten, ich sag mal, Upper-Kader von New Japan hier wegbumst. Und zwar eben, wie gesagt, komplett clean in der Mitte des Rings und sehr deutlich. Ganz genau. Wobei man sagen muss, der Superplex von Ishii gegen Martinez war eine Pracht. Also, wie er diesen riesengroßen Kerl, der viermal so lang ist wie er, auch noch so lang oben hält und dann zack rein. Ja, das sieht halt echt extrem beeindruckt aus. Also der kleine Mann Ishii den großen Punishment da hochhebt, ist schon wirklich. Also es ist echt bei Ishii, wo diese Kräfte herkommen, ist echt verwundernswert. Also wo der kleine Mann die Kräfte dahernimmt, also Ishii einfach der Stone Pitbull. Also ich mag ihn einfach. Ja, und wir werden morgen, wenn wir uns wieder hören, wie gesagt für euch dann übermorgen, noch ausgiebig über Tomohiro Ishii und seine Pitbulligkeit uns auslassen, wenn er eben dann bei der RevPro Show auftritt. Hast du noch was zu dem Match, Alex? Den Entrance von Martinez fand ich sehr, sehr nice. Also das war schön gemacht in diesem Rot, alles rot und diese komischen Dämonen, was das sein sollte am Anfang. Und dann kam Punishment Martinez mit der Maske raus. Das sah schon alles sehr stimmig aus und sehr viel Entertainment für Ring of Honor-Verhältnisse. Also mit Martinez, die Formkurve geht immer weiter nach oben. Also ich bleib dabei. Final Battle 2018. Punishment Martinez wird Ring of Honor Champion. Ja, ich glaube sowieso, dass das Ring of Honor Publikum sich in der Richtung ein bisschen verändert und öffnet. So in Richtung Ja. Entertainment und Gimmicks, weil eben hier so ein Punishment Martinez mittlerweile richtig gut ankommt. Der World Champion Dalton Castle, da müssen wir Sowieso, ja. überhaupt nicht drüber reden. Der ist im Endeffekt nur Gimmick. Ja, nicht, dass er schlecht wäre als Wrestler, sondern es ist halt einfach hier die prädominante Ader von ihm, dass er eben dieser Gimmick-Guy ist. Dieses ganze Bullet Club-Brimborium ist im Endeffekt sehr gimmicky. Und der reine klassische Wrestler, den wir jetzt eben über Jahre eben bei Ring of Honor gesehen haben, der ist tatsächlich so ein bisschen in die Hinterhand geraten. Ja, so ist es. Also, man muss sich vielleicht doch ein bisschen mehr für die Entertainment-Schiene öffnen. Das macht ja auch New Japan inzwischen. Die haben ja ihr Produkt auch ein bisschen amerikanisiert. Also, so ganz so pures Wrestling, glaube ich, ist halt trotzdem im Jahre 2018 nicht mehr so gefragt, wie halt vielleicht nur vor 10, 12 Jahren die Ring of Honor angefangen hat, wo du wirklich die knallharten 40, 50, 60 Minuten Matches da immer hattest. Ein bisschen Entertainment könnte heute sogar auch dazu, ein bisschen LED, ein bisschen nette Videos, ein bisschen bunt alles. Also ein bisschen gehört inzwischen schon dazu. Also da hat sich das gar überhaupt die ganze Indie-Publikum schon ein bisschen geöffnet dafür. Also Ja. nur Wrestling ist vielleicht heutzutage für die Ansprüche doch ein bisschen zu wenig. Ein bisschen Unterhaltung gehört dann doch dazu. Wobei man sagen muss, wenn man sich jetzt die kleineren Shows anschaut vom Ring of Honor, also die in Anführungszeichen House-Shows, da ist es schon noch ein ganzes Stück zurückgefahren. Da hast du halt auch tatsächlich noch mehr Indie-Flair. Aber gerade jetzt eben bei den großen Shows, wenn halt auch sehr viele Leute hingucken, wie gesagt, jetzt hier 6.000 in der Halle. Ich meine, das ist, naja, was, gute Hälfte von dem, was dann gleichzeitig bei NXT rumgegeistert ist. Oder dann eben die Tausenden von Fans, die dann über Honor Club oder auch nicht die Shows geguckt haben. Da muss man halt einfach auch was an der Präsentation ändern. Man ist halt einfach die Nummer 2 in den USA. Genau. Und da muss man halt auch mal was bieten. Und da hast du absolut recht, der Entrance hier. Absolut spektakulär und sehr, sehr herausstechend auch.
So muss es sein. Ja, sehr, sehr herausstechend ist dann auch der eine Teilnehmer aus dem nächsten Match. Das ist Kota Ibushi. Sein Gegner Adam Page, sozusagen in der B-Fehde zwischen Bullet Club und Bullet Club, also ich sag mal, die Sekundanten von Cody und Kenny Omega, treffen hier aufeinander, einfach um die Serie fortzusetzen. Die Selbstmord- und Mordversuche gehen weiter. Als Kota Ibushi versucht, oder nicht nur versucht, sondern es auch durchführt, einen German Suplex von der Ringabsperrung auf den Hallenboden, bei dem Adam Page voll auf den Nacken landet. Aber ich glaube, Kota Ibushi ist eher dein Bereich. Ich gebe ab zu dir, Alex. Ja, das Kota Ibushi ist definitiv mein Bereich. Ich mach's kurz. Match of the Night für mich. Es hat mich unglaublich unterhalten. Vor allem, also also mal abgesehen von Kota Ibushi, also ich mag auch halt Hangman Page sehr, sehr gern. Und die beiden dann gegeneinander, also wir haben es ja, glaube ich, im letzten Ring of Honor Podcast, was in New Japan Podcast schon mal so ein bisschen spekuliert, Ibushi gegen Hangman Page könnte vielleicht so ein kleiner Showstealer werden. Und ist es auch geworden. Und ich finde halt, der Hangman, der hat inzwischen so gut entwickelt. Der hat wirklich eine wunderbare Chemie inzwischen, auch mit vielen verschiedenen Stilen und hier auch mit Ibushi. Ibushi ist ja auch so ein Kandidat, der kann eigentlich auch mit jedem ein gutes Match wrestlen. Also jetzt mal abgesehen, ohne Ibushi-Fanbrille, es gibt keine schlechten Ibushi-Matches. Dass er natürlich extrem High-Risk-Manöver immer wieder bringt, ist auch klar, ist halt Ibushi, der wird halt auch nicht mehr schlauer. Und der German Suplex war extrem krass. Habe ich so in der Form noch nicht gesehen, vor allem auf einer Ringabsperrung. Auf einer Ringabsperrung. Ja, nachdem wir vor 2 Wochen oder so erst diesen bekloppten German Suplex vom Top Rope gegen die Young Bucks gesehen haben, wo wir schon die Luft angehalten haben und gedacht haben, dass Matt Jackson tot ist, war jetzt hier Adam Page kurz vorm Exodus, aber ja, ist halt Ibushi, ne? Ja, es waren halt noch ein paar Matten draußen gelegen, da kann man sowas mal machen, ne? Ja. Ja, ansonsten. Du musst ja irgendwas dir einfallen lassen, wenn der Piledriver verboten ist, ne? Das stimmt, allerdings. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Ja, weil ich glaube, da irgendwie dann. Entweder aber jetzt vertue ich mich dann komplett, aber da kommen wir dann später nochmal drauf. Da kommen wir gleich dazu dann nochmal, ja. Wie gesagt, mein Match des Abends. Die hatten, wie gesagt, eine starke Chemie miteinander. Die hatten am Ende auch sehr schöne Konterphasen miteinander. Der Hangman, dadurch, dass er so viel mit den Young Bucks rumhängt, inzwischen auch so ein kleiner Spot-Monkey gewonnen. Der Hangman, der mit den Young Bucks rumhängt. Ja, jetzt kommt er. Der ist echt gut. Und die Fans waren halt auch komplett drin. Also hier gab es die Fight for Forever Chance. 15 Minuten oder knapp 14 Minuten, die wirklich gut waren. Die Matchlänge war perfekt. Ich habe es mir gewünscht, dass es ein Showstealer wird. Es war der gewünschte Showstealer. Und die beiden haben, fand ich, schon die Hütte hier ein bisschen abgerissen. Und vor allem fürs dritte Match am Abend war es natürlich ein richtig, richtiges Pfund, was sie da hingelegt haben. Ich fand, Adam Page hat viele Face-Reaktionen bekommen. Da muss man auch sagen, dass er doch, dadurch, dass er eben mit den Young Bucks rumhängt, doch so ein bisschen in die Tweener-Rolle gerutscht ist. Also bei Ring of Honor deutlich mehr Face-Reaktionen, bei New Japan eigentlich kompletter Heel. Also ich komme dann später nochmal drauf, wenn wir dann beim Cody gegen Omega-Match sind, mit Adam Page, da gab es auch noch was bei Being the Elite. Möchte ich da nochmal was loswerden davon. Und ja, und die war roten Faden gab es in dem Match natürlich nicht, ist ja klar. Aber wie gesagt, am Ende gab es den Komi Goye zum Sieg. Und ja, Hangman Page sah in dem Match auf jeden Fall auch gut aus. Dass Ibushi gewinnt, war eigentlich fast klar, weil im Match vorher hat er schon Ishii das Match verloren und jetzt auch noch Ibushi, Niederlage, 2 New Japan Guys verlieren nacheinander. Also das wird es dann eher nicht geben bei Ring of Honor. Und vor allem nicht, wenn der Name Ibushi ist. Ja, hat der Matchausgang hier vielleicht so ein bisschen Cody gegen Kenny gespoilert? Leider ja. Ja, ne? Aber ich habe es mir fast gedacht, weil es wäre eigentlich fast zu einfach, wenn, aber wir kommen dann eben noch später noch drauf, wenn Cody hier auch noch verlieren würde, weil, aber dann kommen wir später noch mal drauf. Aber ich habe es mir eigentlich fast gedacht. Also wenn beide das siegreich auf ein Event gehen, wäre irgendwie die Fete irgendwie fast schon vorbei. Vor allem jetzt bei Dontaku gibt es ja eigentlich die gedrehten Matches, Ibushi gegen Cody, Rückmatch von Wrestle Kingdom und Hangman Page gegen Omega.
Da wird es dann, wenn die Match ausgehen, nämlich gedreht werden. Da wird nicht Omega gewinnen und Kota Ibushi verlieren. Vermutlich, ja. Das wird nämlich so kommen und ja. Und ja, wie gesagt, schönes Spotfest der beiden, hat mir gut gefallen. Fans haben mitgemacht ohne Ende, waren voll drin. Ich war voll drin, war high auch begeistert. Hab dann auch Takeover mal kurz ausgeschaltet. Von daher, Ibushi rules. Ja, du hast im Endeffekt alles gesagt. Das Match, ich sag mal, ich möchte nicht sagen, ich plätscherte so vor sich hin, aber irgendwo schon, bis zu dem Moment, wo es eben diesen bekloppten German eben draußen gab von der Absperrung. Ab dann waren die Tore der Hölle geöffnet und es gab halt nur noch Spot. Du hast so eine Art mini-roten Faden, also ganz leicht, vielleicht orangenen Faden reingebracht, ja, wenn es darum ging, den Kamigoye auszukontern. Das stimmt, der hat er das erste Mal ausgekontert. Den Ibushi mehrfach angesetzt hat und mehrfach eben nicht durchbringen konnte und halt Adam Page wirklich windelweich prügeln musste mit diversen German Suplessen, Powerbombs, Kicks und so weiter, bis endlich dann der Kamigoye kommen kann. Auch in Bezug auf das, was später noch kommt, wir sehen hier tatsächlich einen Tombstone Piledriver. Das stimmt, ja. Von Adam Page. Und sein Finisher, der Rite of Passage, ist ja auch so eine Piledriver-Variante. Insofern könnte man jetzt hier ganz kleinscheißerisch rangehen und sagen, was dann später im Segment mit Bully Ray kommt, ist kompletter Bullshit. Aber man muss sich einfach mal drauf einlassen. Also Hintergrund war ja, dass die Louisiana State Athletic Commission alle Piledriver-Varianten verboten hat für das WrestleMania-Wochenende für alle Ligen außer die WWE und Ring of Honor. Genau. Das, liebe Zuhörer, behaltet mal bitte im Hinterkopf, wenn wir dann aufs Bully-Ray-Segment zu sprechen kommen. Auf alle Fälle hier, Gottschall, Piledriver, die Kommentatoren haben es aufgespielt wie ein Schuss ins Bein. Also richtig, richtig fiese Aktion. Ist auch cool so, weil ein Piledriver einfach eine fiese Aktion ist. Aber einfach mal im Hinterkopf behalten, da kommen wir nachher noch zu sprechen. Ansonsten hast du alles gesagt, von der Länge her genau richtig für die beiden. Länger hätte es nicht gehen sollen, weil es dann einfach zu viel geworden wäre. Die Show war sowieso lang genug und wir bekommen noch 2-3 richtig lange Matches an dem Abend geboten. Und für das, was es sein sollte, auch hier wieder alles richtig gemacht. Kota Ibushi war ein gutes Jahrzehnt nicht mehr für Ring of Honor im Einsatz. Ist gefeiert worden wie ein Held bei seiner Rückkehr und hat verdient hier auch das Match gewonnen. Adam Page hat verdammt gut ausgeschaut, hat vielleicht eine der besten Leistungen seiner Karriere abgerufen. Ja. Vergleichbar irgendwo so vom Stellenwert wie der Sieg gegen Jay Briscoe vor, ich glaube, 2 Jahren war es. Mhm. Und das sind halt solche Performances, die dich halt auch in der Niederlage zum Star machen. Und Adam Page ist da wirklich, wirklich auf einem richtig guten Weg aktuell. Ja, definitiv. Also echt, bei Ring of Honor machen sie immer diese Statistik am Anfang, Wrestling-Debüt und so weiter. Ich glaube, der Kerl ist jetzt 25 oder sowas im Dreh. Und seit 2008 aktiv. Also es ist wirklich krass, wie früh da schon ein Adam Page da angefangen hat zu wrestlen und wie der sich inzwischen entwickelt hat. Also ich sag's immer wieder gern, 26 ist er inzwischen. Ja, vor allem, wenn du vergleichst mit seinem Debüt, als er da mit seinem Karo-Hemd rauskam und seiner Trucker-Mütze, ja. Da war er halt ein guter Athlet mit ein paar coolen Aktionen, auch damals schon mit diesem bekloppten Shooting-Star-Move nach draußen, Headbutt, Shoulderblock, was auch immer gerade getroffen hat, aber halt absolut farblos und mittlerweile hat er halt das Charisma so dermaßen in sich reingelöffelt, dass es ihm zu den Ohren wieder rauskommt. Ja, also dem hat es der Beitritt beim Bullet Club auf jeden Fall gut getan. Also es gab, also das ist so der heimliche MVP des Bullet Clubs. Also wir waren ja immer ein bisschen kritisch mit diesem Ring of Honor Ableger vom Bullet Club, also aber Adam Page, muss ich sagen, der hat es richtig weit gebracht. Also das wird ihm auch noch, er war ja auch Lehrer zwischenzeitlich, er musste sich ja mal krank schreiben, hat er mal irgendein Interview erzählt, er musste sich mal krank schreiben lassen, damit er dann nach Japan reisen konnte und da wrestlen und so weiter und irgendwelche Shows in Amerika. Und jetzt inzwischen letztes Jahr hat er ein Interview gegeben, meinte so, jetzt kann er auch dank dem Bullet Club kann er jetzt wirklich vom Wrestling leben und von den ganzen Bookings und klar, durch die Hangbugs bekommt er natürlich auch im Indie-Bereich, in Japan jetzt auch natürlich, logischerweise. Also
Und die Leistungen sprechen für sich. Also den sehe ich halt auch noch als einer der Ring of Honor Aushängeschilder über die nächsten 3-4 Jahren. Also wäre vielleicht auch für mich so jemand, der mal Ring of Honor Champion werden könnte. Also von der Qualität her auf jeden Fall. Und mal gucken, wie die Bullet Club Story noch heuer läuft, aber der Mann wird noch durch die Decke gehen. Ja. Da denke ich mal, der wird seinen Weg machen, wenn er verletzungsfrei bleibt. Er ist noch jung, der hat auch noch ein paar Jahre vor sich, der muss jetzt noch nicht ganz in die Spitze gepusht werden, aber 2-3 Jahren, das wird ganz groß. Mich würde es auch nicht, wo man die WWE dann irgendwann mal aufs Geschmäckle kommt und ihn vielleicht mal verpflichten würde, wollen. Ja, ein paar Jährchen hat er in der Richtung noch, ist er noch sehr. Definitiv. Er hat meiner Meinung nach wirklich sehr stark davon profitiert, dass Adam Cole weg ist, weil Adam Cole halt nicht nur den gleichen Vornamen hat, sondern auch so von der Statur und vom Look her ihm sehr ähnlich war. Definitiv. Das hat auch Matze mal in einem alten Podcast gemacht und auch mal so erzählt. Stimme ich auch völlig zu. Also dem tut es richtig gut. Also es klingt immer ein bisschen, wie man weg ist, dass dann er dann davon profitiert. Aber ist halt so im Wrestling, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und das war ja auch Adam Page. Der hätte eigentlich gar nicht, soweit ich weiß, auch gar nicht im Bullet Club sein sollen. Das war der Spot war eigentlich für jemand anders geplant. An dem Abend war derjenige wohl nicht da. Aber dann hat man geguckt, wen nimmt man jetzt als Ersatz? Und dann ist halt irgendwann, die hat man die Wahl auf Adam Page gefallen und ja, dann war der im Bullet Club und ja, man sieht ja was, richtiger Ort, richtige Zeit und du gehst deinen Weg. So kann Wrestling sein. So ist es. Einfach mal Glück haben. So ist es. Ja, nächstes Match. Finale um den Women of Honor Championship. Kelly Klein gegen Sumi Sakai. Wir hatten ja gerade schon die Halbfinales genannt. In Bezug auf das, was eben danach passiert ist mit dieser Provokation von Kelly Klein, Sumi Sakai wie ein Wirbelwind hier rein in das Match. Leider ist er halt auch irgendwo schon das Einzige, was wirklich gut war, weil das Match selber war nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Finale, beziehungsweise das Finish von dem Match, in meinen Augen irgendwo ein ganz, ganz großer Botch. Das hat alles sehr, sehr ungeplant ausgeschaut. Also Kelly Klein liegt im Ring, Moonsault von Sumi Sakai trifft sie kaum. Dann nimmt sie Kelly Klein hoch und es kommt eine Aktion, wo sie wahrscheinlich gar nicht genau gewusst hat, was es jetzt werden soll. Wahrscheinlich hat sie irgendeine Misskommunikation gegeben oder Kelly Klein war angenockt, ausgenockt, wie auch immer. Auf alle Fälle wird es dann irgendwie so ein sehr sloppy aussehender DDT und das reicht dann auch. Und Sumi Sakai schaut mega überrascht. Ich möchte nicht ausschließen, dass er selber überrascht war, dass sie hier gewonnen hat. Also dafür, dass es eben so ein großes Turnier war und so gehypt worden ist und auch alle Teilnehmerinnen nochmal rauskamen im Finale, hat sich irgendwo sehr enttäuschend angefühlt für mich. Ja, sehe ich genauso. Also die Fans waren am Anfang noch ein bisschen wenigstens drin, aber die beiden hatten auch irgendwie überhaupt keine Chemie miteinander, deswegen gab es auch keinen richtigen Matchfluss. Überhaupt die ganzen Aktionen sahen teilweise echt extrem sloppy aus und das hat irgendwie alles nicht gepasst. Da gab es immer so ein bisschen Stückwerk, gab ein paar schöne Aktionen, aber das hat irgendwie zwischen den beiden überhaupt nicht gepasst. Und ja, wie gut der Finisher dann, der Smash Mouth, glaube ich, hieß dieser DDT, oder was es sein sollte dann zum Sieg. Ja, das sah alles so komplett unrund aus. Ich fand es auch ein bisschen komisch, dass die anderen Teilnehmer vom Turnier dann während des Matches rauskommt und damit anfeuert. Ich weiß nicht, ob das wirklich von Anfang an so geplant war oder ob man die einfach nur rausgeschickt hat, um ein bisschen die Fans mit ins Match zu holen. Die haben dann außen dann für Stimmung gesorgt oder wollten es zumindest. Ging, ja, hat semi gut funktioniert. Aber, also ich habe mir auch aufgeschrieben, also das war für mich jetzt nicht, also es war das Finale, es ging ja hier um die allererste Woman of Honor Titelträgerin und das sage ich, das war aber keine Werbung für Woman of Honor. Ja. Da muss ich wirklich sagen. Ich überhaupt fand ich, da hat, also ich hätte auch, ich meine, Sumi Sakai ist halt auch schon 46 Jahre alt. Ob man der jetzt unbedingt den ersten Woman of Honor Titel geben muss oder ob man es doch vielleicht nicht Kelly Klein geben muss. Man hat ja immer diese Streak aufgespielt, dass sie auch unbesiegt ist. Ergibt für mich nicht so wirklich Sinn. Ich hätte halt dann eher dann eben vielleicht doch eine Emma oder Danielle Dashwood gegeben oder halt vielleicht auch eine Deonna Purrazzo, von der halte ich eigentlich ziemlich viel, aber dass man jetzt Sumi Sakai den Titel gibt, also ich meine, klar, die ist gut, ist eine Veteranin, aber
das ist halt immer so eine Sache. Also ich finde, dieses ganze Ding war irgendwie recht fragwürdig, dieses ganze Finale. Und ja, am Ende haben sie nur alle noch gefeiert, schön, aber so wirklich Bock hatte irgendwie keiner. Irgendwie, die Fans haben halt noch anstandshalber applaudiert, noch ein paar haben gechantet. Ist halt Ring of Honor. Aber da muss noch mehr kommen in Zukunft. Also da bin ich mal gespannt. Also ob Sumis da keine längere Titelträgerin ist, aber ich weiß nicht. Das ist natürlich schon. Also ich verstehe den Hintergedanken, weil eben Kelly Klein als unbesiegtes Monster da reingeht. Und Sumi Sakai, wie du sagst, ist 46, ist halt die Mega-Veteranin, die 20 Jahre älter ist als ihre Gegnerin, aber halt 20 Jahre älter ist als ihre Gegnerin und deswegen halt auch körperlich gebrechlicher, schwächer, nicht mehr so fit, wie auch immer. Ja, die halt versuchen muss, irgendwo so Underdog-mäßig gegen das Monster anzukämpfen, ja, und im Endeffekt nur über ihre Erfahrung kommen kann. Wie gesagt, von der Grundidee super cool. Und auch vom Moment her super cool, weil Sumi Sakai ist halt jemand, der auch schon 2002 für Ring of Honor aufgetreten ist. Das stimmt. Aber das musst du halt auch mal nochmal den Satz auf der Zunge zergehen lassen. Sie ist halt auch schon 2002 für Ring of Honor angetreten. Damals war sie 30 und wahrscheinlich in Topform. So sieht's aus, ja. Ja, und dafür, dass das jetzt eben hier das Finale war und der erste Champion gekürt worden ist, ja, für den Moment und für die Historie, Sumi Sakai als erste Championess in der Historie ist richtig, richtig cool. Auch als Dankeschön für sie und ist ja auch in die Staaten, soweit ich weiß, rübergezogen. Alles cool von der Seite. Das Match war halt eines Champion-Titel-Turnier-Finales nicht würdig, meiner Meinung nach. Und dass man da eben Kelly Klein dann so hat verlieren lassen, ist halt dann eben uncool. An der Stelle wäre vielleicht dann, keine Ahnung, Kelly Klein dreht im Halbfinale durch und wird disqualifiziert, ist damit immer noch ungepinnt. Die bessere Alternative gewesen. Hätte es vielleicht Mayu Iwatani gegen Sumi Sakai bringen können. Wären dann zwar zwei Japanerinnen gewesen, aber ich glaube, das Publikum hätte es gefressen. Und es wäre auch so ein bisschen was Frisches gewesen. Auch ein Generationenkonflikt an der Stelle, weil Mayu Iwatani halt auch erst 25 ist. Wäre vielleicht eine Alternative gewesen. Oder eben, was ich eigentlich erwartet hätte, wäre eben Emma, ich bleibe jetzt mal bei dem Namen, gegen Iwatani im Finale. Das waren eigentlich, nachdem Emma an Brandi Rhodes vorbeigekommen ist, für mich persönlich ein klares Ding, dass sie ins Finale kommt und da dann eben wahrscheinlich auf den bekanntesten japanischen Namen aktuellen, das wäre eben Iwatani gewesen, trifft. Aber man hat sich jetzt halt für die Spiegel-Variante entschieden, mit Klein und Sakai im Finale. Jetzt so im Nachgang meines Erachtens ein Fehler, aber es sollte nicht der erste und nicht der einzige Fehler bei der Show bleiben. Das ist korrekt. Ja, schauen wir mal, was die Women of Honor Division jetzt so macht. Man ist ja der Anfang, man muss ja lernen, bei der WWE, wie die Women's Revolution eingeläutet worden ist, war auch nicht gleich alles rund. Also lassen wir die Damen noch ein bisschen arbeiten. Vielleicht dann am Ende vom Jahr, dann sagen wir, alles richtig gemacht. Absolut. Und es gibt ja auch genug frisches Blut da draußen. Eben. Und ich sag mal so, die Frau, die dann eben Sumi Sakai den Titel abnimmt, hat halt dann auch Sumi Sakai einen richtig großen Namen besiegt. Und auch das ist dann wieder was wert. Und ob das dann eben der Kelly Klein ist in einem direkten Rematch oder jemand anders, das bleibt dann abzuwarten. Einfach mal schauen, was in der nächsten Zeit dann passiert. Nächste Match sollte dann deutlich spektakulärer werden. Es geht um die Ring of Honor World Six-Man Tag Team Titles zwischen SoCal Uncensored, Christopher Daniels, Frankie Kazarian und Scorpio Sky. Und ihre Gegner waren die Young Bucks und Flip Gordon, die besten Freunde von Being the Elite. Alex. Das ist richtig. Das zweite große Leiter-Match an dem Wochenende. Das erste gab es ja bei NXT. Ich habe ja im NXT-Podcast erzählt, dass ich das NXT-Match, Leiter-Match besser fand als das hier. Ich habe mir jetzt natürlich das Ring of Honor Tag Team Match nochmal angeguckt, das Leiter-Match. Ich würde vielleicht doch meine Meinung korrigieren.
oder zumindest die beiden Matches auf dieselbe Stufe heben. Kann man nicht ganz vergleichen, weil bei Takeover gab es ja 6 Mann gegeneinander, hier gab es ja 2 Dreier-Teams gegeneinander, deswegen hinkt der Vergleich ein bisschen, aber ich fand's wie immer ein gutes Match, weil die Bucks können einfach leider Matches so gut wie niemand anders. Es ist immer spektakulär, die wissen genau, was sie in dem Match zu tun haben. Und auf der anderen Seite hast du halt wirklich die Veteranen, Daniels und Kazarian. Ich meine, Daniels und Kazarian und die Young Bucks, ich meine, die haben eine Story über keine Ahnung wie viele Jahre und die kennen sich in- und auswendig. Und da ist eigentlich auch fast egal, was du für den noch als dritten Partner an die Seite stellst, hier in dem Fall Scorpio Sky und Flip Gordon. Flip Gordon sowieso der Go-To-Guy bei Ring of Honor momentan, komme ich dann später auch nochmal drauf. Und Scorpio Sky ist halt eben mit drin eben bei SoCal Uncensored und die haben wirklich richtig geiles Spotfest gemacht. Also ich mag, das sind wirklich ganz starke Matches. Klar, man muss sich darauf einlassen und für Freunde vom Flippy-Scheiß natürlich jetzt nicht wirklich geeignet, aber hat wirklich Spaß gemacht. Wie immer, wie man es mir schon erwähnt, der Rücken von Matt, auch hier wieder der rote Faden im Match und Matt hat es richtig geil gesellt, wie immer. Und was halt auch wirklich extrem auffällig war, Flip Gordon für mich so ein bisschen der MVP des Matches. Der hatte mit Abstand das meiste Spotlight und der hat die meisten Spots auch gebracht, ob jetzt gegen ihn oder ob er es selbst ausgeführt hat. Man hat auch Kingdom nicht vergessen, die standen ja überhaupt nicht auf der Card und die waren in dem Match auch nochmal involviert. Ich fand es dann irgendwann ein bisschen zu viel Overbooking, dann gab es ein bisschen zu viel Leiden, es gab ein bisschen zu viel Table-Spots und dann Kingdom noch mit dazu. Das waren irgendwie fast ein bisschen too much zwischendrin, aber so sind halt einfach diese Leiter-Matches bei Ring of Honor und die werden auch immer wieder so eigentlich fast identisch gebookt und man muss sich darauf einlassen. Wenn man sich darauf einlässt, dann sind die eigentlich wirklich gut. Meltzer hat hier mal seine 4,5 Sterne ausgepackt. Würde ich jetzt nicht ganz mitgehen, aber ich fand schon richtig stark. Und vor allem gab es halt auch wieder sehr viele innovative Moves. Zum Beispiel fand ich diesen, ich glaube, Daniels lag in der Ringecke und die Young Bucks haben Flip Gordon zum Backbody-Drop hochgeschmissen und in der Luft macht er einen 450 in die Ringecke. Also das war wirklich ein richtig krasser Spot. Also Flip Gordon, ich freue mich, wenn der dann beim Best of the Super Juniors dann antritt, weil der muss dabei sein. Das wird richtig spannend und richtig, richtig schön. Und ja, am Ende, ich fand gut, dass der Titel nicht, Daniels am Ende dann hat den Titel dann abgehängt, war dann ganz smart eigentlich, wie er es gemacht hat. Die Sneakiness von Daniels und die Erfahrung hat er ausgespielt, hat dann die Titel abgehängt. Ja, und man hat halt immer noch diese Dreier-Story eben mit Kingdom, mit SoCal Uncensored und eben den Young Bucks und entweder wieder Hangman Page, wenn er wieder zurückkommt. Das war ja das eigentliche Team, der war dann eben mit Kota Ibushi beschäftigt, deswegen war der Ersatzmann dann Flip Gordon. Für Flip Gordon sehe ich bei Ring of Honor eine eventuell andere Story oder 2 andere Stories. Komme ich dann nochmal drauf. Und ja, war ein schönes Match. Zweitbestes Match des Abends für mich. Ja, war mega spektakulär. Ich denke, man kann es einfach Geschmacksfrage nennen, welches der beiden Leitermatches an dem Abend dem Zuschauer besser gefallen hat, ob das hier oder das bei NXT. Beides auf seine Art und Weise fantastische Spot-Matches halt, ne? Gerade der absolut bekloppte Double 450 durch die Tische nach draußen das sah stark von aus, ja. Nick und Flip Gordon gegen die Gegner, das war mega stark. Sehr netter Spot war eben, dass das tatsächlich eben Kingdom sich in das Match eingemischt haben, die ja laut Bully Ray von der ganzen Show verbannt waren. Und Bully auch nichts gemacht hat, um sie hier davon abzuhalten. Übrigens auch, wie sie in das Match eingegriffen haben, mit dem Ballons, die sie haben steigen lassen, als ja, wie? Fand ich sehr smart, habe ich auch in der Form noch nicht gesehen. Und dass sie dann eben sich in das Match einmischen und die beiden eigentlich sich bekriegenden Teams sich dann kurz verbünden, um eben diese Eindringlinge erstmal auszuschalten, das war schon ein starkes Ding. Auch das, was war es? War das Nick oder Flip Gordon, der von der Leiter geflogen ist und im Flug das dann eben in den Elbow gekontert hat oder umgedreht hat nach draußen. Das war Matt Jackson, ja. War es Matt? Ich glaube, es war Matt, ja. Das war das Ding, aber auf der Leiter war und dann Leiter kippt um und dann Matt macht das Ding dann noch, den Elbow dann durch Vinny Massaglia. Unfassbar. Also wirklich, wirklich fantastische Spots und ja, mein Highlight dann eben tatsächlich
die Sneakiness von Daniels, der sich halt irgendwann so ein bisschen raushält und dann als ja, Last Man Standing, sag ich mal, dasteht und mit der ganzen Erfahrung, die er hat, halt eben die Gürtel abhängt. Titelverteidigung an der Stelle. Aber Kingdom erholt sich und sie klauen die Gürtel am Schluss. Ja, ganz genau, die Clown, also da war die Story auf jeden Fall weitergeführt. Scheint jetzt so, als hätte man jetzt erstmal mit eben SoCal und Sunset gegen Kingdom weitermachen. Muss ich mal ins Ring of Honor gucken, was man jetzt mit den Young Bucks macht. Und eben Hangman Page oder Flip Gordon, mal sehen. Also die scheinen jetzt erstmal draußen zu sein, aber man kennt ja die Young Bucks, die können ja nicht lange ohne Gold, also das werden sie bald wieder haben. Ja, man muss jetzt halt sagen, wir haben jetzt in den letzten Jahren unheimlich viele, unheimlich gute Ladder-Matches gesehen bei Ring of Honor. Unheimlich brutale Ladder-Matches gesehen bei Ring of Honor. Das hier würde ich so ein kleines bisschen unten drunter ansiedeln. Aber das ist dann halt wieder Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Es war ein fantastisches Match. Alle sechs, beziehungsweise ich sag mal neun Beteiligten haben sich wirklich den Arsch aufgerissen. Fans haben es geliebt, wie sonst was, war auch genau das richtige Match, um nach diesem Downer mit den Frauen die Fans wieder in die Show zurückzuholen. Und ja, war ein richtig gutes Ladder-Match, genau wie das bei NXT. Soll sich jeder aussuchen, was er besser findet, da brauchen wir uns gar nicht drüber streiten oder so. Wird halt für jeden was geboten. Das sind zwei komplett andere unterschiedliche Ansetzungen: einmal sechs Leute gegeneinander, einmal drei gegen drei. In Klammern gegen drei. Passt doch. Und für meinen persönlichen Geschmack, dass sich eben die Addiction und die Young Bucks richtig ordentlich bekriegen können mit Leitern und auch ohne Leitern, das wissen wir seit gefühlt 10 Jahren. Ich habe besonders darauf geachtet, wie eben Scorpio Sky und auch Flip Gordon in die Gemengelage mit reinpassen. Und die haben sich wirklich richtig gut eingefügt, haben das, was sie machen sollten, richtig gut gemacht. Gerade Scorpio Sky habe ich in so einem Match überhaupt nicht auf der Kappe gehabt, muss ich zugeben. Hat mir richtig gut gefallen, war ein schönes Match. Schön, dass SoCal an Sunset verteidigt haben. Schön, dass das Kingdom weiter relevant ist. Und ja, was mit den Young Bucks und Flip Gordon und eventuell Hangman Pages bringt halt auch noch mal ein bisschen Würze rein. Insofern alles gut an der Stelle und diese Six-Man-Titles gefallen mir aktuell richtig gut in der Darstellung und in der Feder außenrum. Ja, auf jeden Fall. Du hast halt wirklich jetzt schöne Stables kreiert eben. Und was auch noch ein kleines Detail war, dass das Kingdom ja die Camo-Hosen anhatten. Und das hat auch Ian Riccoboni noch im Kommentar nochmal erwähnt, weil durch als Anspielung auf die Dudley Boys. Und die hatten ja auch so eine kleine, ihre Problemchen mit Bully Ray eben. Und deswegen, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war oder ob es wirklich ein Zufall war, aber es kann schon durchaus Absicht gewesen sein eben, dass sie sich die Camo-Hosen aller Dudley Boys angezogen haben. Also, Ja, kann ich nicht. vielleicht auch einfach, dass man sie nicht sieht, wenn sie sich anschleichen. In dem schönen Lila. Ja, na klar. Klar. Na Übrigens, klar. das mit den Luftballons, glaube ich, ist auf Vinnie Messaglias missgewachsen, weil da habe ich irgendwie direkt mal den Film S in Erinnerung mit dem. Da gab es ja auch die. Ich glaube, das ist, weil der ist ja der Horror King und der Typ ist richtig cool. Ich glaube, es war auf definitiv seine Idee. Hatte der nicht auch eine Clownsmaske am Bein? Der hatte die Michael Myers Hose am Knie. Ja, stimmt. Michael Myers. Hat er auch nochmal Ich hatte gepostet nur auf noch Instagram. irgendeine Maske hat er am Bein gehabt. Ist mir gerade noch eingefallen, ja. Weil du es gerade Also gesagt hast. übrigens, wenn ihr mir Segler mal gerne auf Instagram folgen, der postet richtig coole Sachen. Also der macht sogar das Fotomontagen, wo dann neben Jason Voorhees steht und so Sachen. Also der Kerl liebt Horrorfilme und bringt da auch immer gut ein. Also der verkleidet sich auch immer gern und macht auf jeden Fall Spaß. Der kommt auch gerne mal mit einer Jason-Maske rein. Also ist nicht umsonst der Horror King. Ja, ist ein kreativer Kopf. Definitiv. Ja. Nächstes Match. Yes. Das ist dann das andere Paar Tag Team Titel. Die Champions, die Briscoes, verteidigen gegen, ich sag mal, das Ace, das langjährige Ace von Ring of Honor, Jay Lethal und das langjährige Ace von New Japan, Hiroshi Tanahashi. Was eine Kombination, ey. Ja, die Briscoes. Neunfache Tag Team Champions, das Go-To-Team von Ring of Honor in der Geschichte der Liga einfach. Und eigentlich war in dem Match
überhaupt keine Spannung drin. Weißt du, wie sollen denn bitte Jay Lethal und Hiroshi Tanahashi die Titel gewinnen? Wie wollen sie das denn bei Titelverteidigung machen? Will Tana jedes Mal rüberfliegen mit seinem kaputten Arm? Trotzdem haben sie es geschafft, ein paar wirklich nette Nearfalls einzubauen. Und Ja. letztendlich ist es halt doch wieder Tanahashi, ne? Da kann euch da Jan ein Lied davon singen. Er kann halt doch grundsätzlich jedes Match gewinnen, wenn es sein muss. Und es ist halt Tanahashi. Und wir haben an dem Abend schon einen großen New Japan Guy verlieren sehen. Das ist korrekt. Ja, ich stimme dir dazu. Also, die haben es da wirklich hingekriegt, noch ordentlich Spannung aufzubauen. Vor allem nach der Lethal Injection gegen Mark Briscoe. Da dachte ich, oh, er wird doch nicht, er wird doch nicht. Ja, und dann ist er doch ausgekickt. Also überhaupt auf der schwieriges Wort, Injection, scheiße, sind ja noch nicht so viele ausgekickt, glaube ich. Also das ist, also dass da Mark Briscoe ausgekickt ist. Respekt. Ja, vor allem, weil man eben Ja. auch die Story aufgebaut hat, dass Liefel diesen Tag Team Title noch nie gewonnen hat. Das stimmt, der fehlt ihm noch, ne? Weißt du, und dass er deswegen sich Tanahashi als Partner gesucht hat. Sozusagen als jemand, der selber ja auch Tag Team Erfahrung hat. Nicht umsonst hat der Tanahashi unter anderem mit Shinsuke zusammen die Tag Team Title gehalten bei New Japan. Und kennst du Suzuki? Und Shinsuke. Ja, das stimmt, ja. Ja, hätte er sich hier Okada geholt, hätte er auf jeden Fall gewonnen. ja, ich weiß nicht. Also ich habe, ja, man hat zwar schon hinbekriegt, Spannung aufzubauen, aber ich fand das Match trotzdem irgendwie nicht wirklich gut. Also irgendwas. Ich bin halt einfach kein Fan von Tanahashi und gleich gar nicht von Jay Lethal. Das sind alles gute Männer, keine Frage, aber ich werde einfach keine Fans mehr von den beiden. Und so war es irgendwie auch die ganze Zeit. Also, ja, das Match gewinnen sowieso die Briscoes und ja, man hat alles gut gemacht so und das Match gut aufgebaut und dann mit Tanahashi nochmal den Hot Tag gemacht und so weiter. War alles wunderbar, aber letztendlich dann gab es halt auch am Ende den Doomsday-Device zum Sieg dann gegen Liesl. War dann doch alles dann nicht mehr so überraschend, das Ganze. Und ich war irgendwie nie wirklich drin im Match. Also es ist zwar nett, dass dann Tanahashi bei so einem Event mit auf der Card steht, aber nee, das Match hat mir irgendwie überhaupt nicht gefallen. Es war solide, aber für mich persönlich, ja, gesehen und vergessen. Das ist das grundsätzliche Problem, dass eben nicht viel hängen bleibt. Wie gesagt, ich fand es nett, dass man eben geschafft hat, ein paar Momente zu kreieren. Aber ja, auch gerade weil die Briscoes jetzt den Gürtel ja erst einen guten Monat haben. Ja, und da steckt noch einiges an Potenzial drin, gerade nachdem sie jetzt beide eben wieder diese Heel-Bastarde sind. Da wäre halt diese Kombination Liefel und Tanahashi schon sehr bizarr gewesen, um ihnen den Gürtel abzunehmen. Aber wie gesagt, war ganz nette Position, um eben Tanahashi noch mit auf die Karte zu bekommen. War auch klar, dass er nicht derjenige ist, der gefinisht wird, sondern dass eben Ja. Liefel im Schluss ein Doomsday-Device frisst. Stell dir vor, wenn Tanahashi ein Doomsday-Device frisst und irgendwie blöd auf seinem Arm landet, das muss ja nicht sein. Und So ist es. insofern ist es halt auch irgendwo so ein relativ großer Sieg für die Briscoes, dass sie eben den langjährigen ROH World Champion und das Ace von New Japan besiegen konnten. Das sind halt zwei Namen, die kann man mal abhaken dann in der Liste. Ganz genau. Allerdings habe ich jetzt auch spontan keine Ahnung, wie man als nächsten Contender präsentieren könnte, weil die eigentlich logischsten Go-To-Guys wären jetzt die Young Bucks, aber Briscoes und Young Bucks haben halt auch schon x-mal gesehen, auch wenn es mit gedrehten Gesinnungen war. Genau so ist es. Ich glaube, die haben doch angekündigt, dass es, glaube ich, ein Gauntlet-Match gibt um Nummer 1 Herausforderer-Spot, glaube ich, in den nächsten Wochen bei Ring of Honor. Oder haben sie noch irgendwas erwähnt? Habe ich da irgendwas im Kommentar noch irgendwie im Ohr? Das ist dann an mir vorbeigegangen, da habe ich nicht aufgepasst, muss ich zugeben. Irgendwas. Wow. Ja, es ist dann so Tag-Team-Szene. Mal gut, den Beer City Bruiser und seinen Buddy, die werden momentan aufgebaut. Mal gucken, ob die werden mit Sicherheit irgendwann ihr Match bekommen, wenn sie weiter so gepusht wird. Aber ansonsten, so Tag-Team-mäßig, naja, muss man mal gucken. Sind Gut, aber wenn alles halt stimmt. jetzt nicht von jetzt auf gleich Tag-Team-Title-Material, Eben, das braucht ne? ganz genau. Na Also gut, ja, die sind beeindruckend, aber
Nee, da brauchst du ein bisschen Zeit. Na ja, gut, wenn alle Stricke reißen, die Young Bucks sind immer da. Ja. Young Bucks, Briscoes, das ist auch so eine langjährige Fehde, die wird auch nie langweilig und ja, mal gucken. Ja, und ansonsten hätte es Wer dann eben noch bestimmt. die Machine Guns. Über die hat man uns ja vorhin schon ausgelassen. Die Ja. Dogs sind jetzt halt auch nicht unbedingt in dem Territorium anzusiedeln. SoCal Uncensored, also Addiction, sind halt im Six-Man-Bereich aktiv. Die Boys, Kingdom, das wären Nee. alles so Namen, die du jetzt mal reinschmeißen könntest, einfach um Namen zu nennen. Aber halt auch alles nicht wirklich glaubhafte Contender aktuell. Am Genau. ehesten noch, wenn er wieder fit wäre, dann eben die Best Beretta. Friends. Ja. Genau, das würde passen, ja. Das denke ich mal auch. Ich weiß zwar nicht, wie lange es noch ausfällt. Ich habe da auch nichts gelesen, wie lange es noch dauern wird, aber mal gucken. Also das wäre auf jeden Fall so das Nächste. Die würde ich da auch gern sehen. Briscoes gegen die Best Friend. Ich glaube, das wären schöne Matches. Die kennen sich auch seit Jahren. Also von daher. Vor allem, weil du den Briscoes halt bis dato dann eben noch richtig schöne dominante Titelregentschaft geben könntest und sie halt wirklich zu Ja. den Mega-Arschlöchern aufbauen könntest. Und dann kommen halt die Best Friends und da gibt es natürlich die schönen Feel-Good-Moment. Das Richtig. wäre fast was, wenn du jetzt eben so die Genesung schön langsam auskosten möchtest. Fast vielleicht was für Richtung Final Battle. Ja, Weißt du, so definitiv. kurz vor Final Battle dann das Comeback der Best Friends, bisschen Aufbau da reinstecken. Final Battle Titelwechsel. Alle sind glücklich und sind alle beste Freunde hinterher. Ja, wäre ich dafür. Also Best Friends macht Spaß. Nächstes Match. Rüber zum nächsten Match, ja. Ja. Television Title. Last Man Standing Match zwischen Silas Young und Kenny King und dem Greatest Man That Ever Lived am Kommentar, der nochmal wiederholt hat, dass er auf alle Fälle hier den Sieger herausfordern möchte. Weil er ja unbedingt noch den TV-Title in seine Kollektion reinpacken will, um dort auch ein Grand Slam-Champion zu werden. Austin Aries ist am Start nicht aktiv, aber eben ein bisschen am Mikrofon. Silas Young und Kenny King im Ring, am Ring, unterm Ring, außenrum, unterm Ring, vor allem dann der Bruiser noch ein bisschen. Ich sag mal so, für ein Last Man Standing Match war es meiner Meinung nach relativ schwach. Ja, das stimmt. Wo ich das Finish eigentlich echt smart fand. Also der Beer City Bruiser unterm Ring hält die Beine fest und macht einen Kabelbinder rum. Das war eigentlich recht smart gemacht. Also das ist eigentlich wirklich die einfachste Art, so ein Match zu gewinnen, ohne dann sich da halb töten zu müssen. Also war schon ganz, ganz, ganz nett gemacht. Jetzt ist halt der TV-Titel schon wieder gewechselt. Also er wechselt ziemlich oft. Er hatte Kenny King oder ersten, dann ist er gewechselt zu Silas Young. Kenny King hat sich den Titel dann zurückgeholt. Jetzt hat wieder Silas Young den Titel. Also der wechselt für mich ziemlich oft zur Zeit. Das ist so ein bisschen die heiße Kartoffel momentan. Und Wir hatten das sie ist genau ja. der Kritikpunkt, den ich da habe, weil wir haben ja beim letzten Review, als Kenny King den Titel gewonnen hat, ja schon gesagt, wir sehen jetzt nicht zwingend, warum da der Titel wechseln muss, nachdem ihn Silas Young erst relativ kurz davor gewonnen hatte. Dann ja bei Final Battle gewonnen und dann ja gefühlt bei der nächsten größeren Gelegenheit direkt wieder verloren. Ja, vor allem hat mir eigentlich letztes Mal so ein bisschen angetickt, als ob Austin Aries ja eigentlich Kenny King herausfordern wollte. Da dachte ich dann, okay, jetzt vielleicht machen die jetzt eine kleine Story miteinander, aber Austin Aries tritt scheinbar komplett als Face auf und gut, Face gegen Face, wenn ich jetzt irgendwie blöd, jetzt hat man halt doch Silas Young den Titel gegeben. Nach dem Match hat ja der Bruiser und Silas Young dann noch Kenny King attackiert und Austin Aries hat einen Save gemacht. Also scheinbar wird es jetzt hier die Fehde zwischen Austin Aries und Silas Young geben. Also mal gucken, ob man vielleicht einen Dreier draus macht, eben mit Kenny King oder ob der jetzt dann komplett draußen ist aus dem TV-Title-Spot. Theoretisch bekommt er ja wieder einen Rückmatch jetzt eigentlich. Also, entweder macht man jetzt vielleicht ein bisschen Tag Team Action jetzt die nächsten Wochen bis zum nächsten Event, eben mit Austin Aries und Kenny King gegen den Bruiser und Silas Young. Allerdings ist ja eigentlich der Bruiser mit dem anderen, na, wie heißt er? Brian Melonas. Genau, Oder eigentlich Melone. die Melone. Mit dem eigentlich jetzt Tag Team unterwegs, also mal gucken, vielleicht. Ich kann es mir auch vorstellen, dass Austin Aries sich als nächsten Titel das Titelmatch bekommt gegen Silas Young und sich sofort den Titel auch holt. Er ist ja der Belt Collector und also wenn es das Match jetzt demnächst geben sollte, ich weiß noch nicht wann, aber die Herausforderung steht ja. Ich würde behaupten, im nächsten Match wird der Titel sofort wieder wechseln. Und Austin Aries bekommt den Titel sofort. Eigentlich schreibt es sich ja von selber. Ne? Das ist ja Ja.
The Last Real Man gegen The Greatest Man That Ever Lived. Ja, Das das hat sich echt ist ja verfetzt, ne? eigentlich von selber geschrieben, ja. Auf der anderen Seite hat man ja durch die Tatsache, dass Kenny King jetzt immer öfters auch die Last Chancery im Match gezeigt hat, ja auch so ein bisschen Richtung Austin Aries geschossen. Ja, auch hier wieder in dem Match, wo er auch die Last Chancery zeigt und Austin Aries sagt dann am Kommentar, ja, nicht schlecht, aber schau mal hin, die Technik ist doch komplett falsch. Und wenn wir gegeneinander kämpfen, dann zeige ich ihm, wie man das richtig macht, und dann habe ich auch schon gewonnen. Ja, es wird wohl darauf Das ist hinauslaufen. so ein richtig brillantes Ja, aber, ne? Ja, es ist Austin Aries. Er darf das. Er darf das. Der greatest man. Ja, also ich denke mal, das Match wird dann gegenseitig dann kommen und er wird auch einen Titel an Dreck holen und dann wird er wahrscheinlich Kenny King ein Match geben. Wie lange man das ganze Ding jetzt ziehen wird, weiß ich nicht. Ob das vielleicht erst fürs Ende des Jahres geplant ist oder dann, weiß ich nicht. Mal schauen. Also ich habe jetzt nur mal geguckt, ob es bei, es gab jetzt Master of the Craft, das war jetzt eine Woche später, am 15., also das war gleich Gestern? vor. Gestern, genau. Da war jetzt kein Austin Aries auf jeden Fall drauf. Cheeseburger hat ein TV-Title-Match bekommen, hat er verloren. da ist auf jeden Fall jetzt kein Austin Aries aufgetaucht. Also da mit der Sache wird man sich wohl Zeit lassen. Er wird wohl nur bei den großen Events auftauchen und deswegen kann sich das TV-Title-Match zwischen den beiden oder die Fehde vielleicht noch ein bisschen ziehen. Ich meine, Austin Aries ist ja überall ein bisschen beschäftigt, hat ja genug Titel zum Verteidigen. Also, mich würde es nicht, wenn man das vielleicht das ganze Jahr zieht und vielleicht erst bei Final Battle dann zum großen Highlight dann macht, eben mit Kenny King gegen Austin Aries vielleicht. Mal schauen. Oder im Sommer dann vielleicht erst. Aber könnte noch ein bisschen dauern. Ich glaube, das Austin Aries-Ding ist, das kostet man jetzt mal aus, ziehst ein bisschen an, lässt ihn ab und zu mal Promos halten. Ansonsten, ja, muss man mal abwarten, Tee trinken. Also ich persönlich habe irgendwo überhaupt keinen Bock auf Kenny King gegen Austin Aries. Was halt daran liegt, dass ich keinen Bock auf Kenny King habe. Silas Young gegen Austin Aries ist eine ganz andere Geschichte. Ja, da würde ich mir auch schon die Promo-Duelle unheimlich gut vorstellen. Und ich glaube auch, dass ein Silas Young tatsächlich von einer Fehde mit Austin Aries profitieren könnte, auch wenn er den Gürtel verlieren würde wahrscheinlich. Das Problem, was ich jetzt halt sehe, was mich da irgendwo jetzt mehr als nur ein kleines bisschen stört, wenn Silas Young den Gürtel jetzt direkt wieder verliert, dann hat er den Gürtel ja wieder so schnell verloren. Weißt du, wenn jetzt Silas Young nach seinem Titelgewinn bei Final Battle den Gürtel bis zu seiner Niederlage gegen Austin Aries ununterbrochen gehalten hätte, ohne den Titelwechsel zu Kenny King dazwischen, wäre es überhaupt kein Problem. Dann hätte er wenigstens so schön Run, hätte beweisen können, er ist hier der letzte echte Kerl und so. So ist er halt der Kerl, der den Gürtel halt gefühlt nach 2 Tagen wieder verloren hat, wieder zurückholt und dann gefühlt wieder nach 2 Tagen verliert. Ja, eben, und vor allem hat er ja auch seine Matches nie wirklich clean gewonnen. Also, das war jetzt eigentlich wieder der Bruiser, hat eigentlich wieder die Hauptarbeit gemacht und deswegen hat er den Titel auch gewonnen. Also, ja, mal gucken. Aber wohl der übel wird hier, das heißt, sagen wir werden nur das Bauernopfer sein und so einen kurzen Run wieder haben und dann wird das Ding gleich wieder abgeben. Also, er wird. Wohl der Übel, man kennt ja, Silas Young hat ja nie wirklich was gerissen bei Ring of Honor. Er war zwar immer irgendwie da und irgendwie immer präsent, aber wirklich gewonnen hat er nie was. Und wenn er es gewonnen hat, hat er auch mal ziemlich schnell wieder verloren. Also ich glaube, das ist auch so ein roter Faden, der sich durch die ganze Karriere zieht. Also ich glaube auch nicht mehr, dass sich das noch ändern wird. Ja, aber irgendwo wünscht man es ihm halt schon, ne? Ja, eigentlich ja. Also er ist echt cool. Also ich mag den vom Auftreten. Er wirkt halt so wie so ein 80er, 90er Jahre Wrestler. Auch so mit diesem Vollbart und dieser alten Frise. So. Er erinnert mich irgendwie so an Magnum. Also irgendwie. Das ist einfach so ein richtiger Oldschool-Wrestler. Und das ist eben genau so ein Charakter, der eben so der klassische Ring of Honor Guy ist. Ne? Wie wir es eben vorhin gesagt haben. Eben wenig Entertainment, sondern einfach hier, ey, komm, ich bin ein Kerl, ich gehe jetzt raus, ich catch. Und ich zeig dir, wo der Hammer hängt. Ganz genau. Und irgendwo ist es halt dann doch tatsächlich bezeichnend und vielleicht symbolisch, dass dann gerade er dann eben derjenige ist, der halt die ganzen großen Dinger verliert. Was ich noch so als kleinen Kritikpunkt habe an dem Match, Shooting Star Press durch den Tisch von Kenny King gegen Silas Young ist ein cooler Move per se, aber wir haben unmittelbar davor ein Leitermatch gehabt mit Table Spots und wir sollten später noch einen Table Spot bekommen, der nochmal ein ganzes Stück spektakulärer ist auf seine Art und Weise. Insofern hätte man sich den hier schenken können, tatsächlich.
Das stimmt. Es gab jetzt gerade zwei Tablespots in dem Match. Gleich am Anfang, wie er den mit so einem Side-Suplex von Immerding nach draußen geworfen hat, also von Seides gegen Kenny King. Ja, aber ich meine, das ist halt ein Suplex, wo es durch den Tisch fliegst. Ne? Hier haben wir halt eine Shooting Star Press, die halt als Aktion per se schon mal spektakulär genug wäre. Da muss sie halt nicht zwingend durch den Tisch gehen. Und wie gesagt, wir haben da in dem Leiter-Match um die Six-Man-Titles haben wir eben diesen doppelten 450 gesehen. Wir sehen dann später im Cody gegen Kenny-Match noch einen Table-Spot, der auf seine Art und Weise eben wahnsinnig spektakulär ist. Und da ist der hier halt irgendwo tatsächlich, obwohl es ein Shooting Star ist, ja, der unnötigste von den Table Spots. Und Leider ja. hätte er sich auch schenken können für eine andere Show. Eben. Vor allem hast du eben in dem Leiter-Match zwei synchronisierte 450-Specials durch den Technik. Das ist noch mal einiges spektakulärer als nur in Anführungszeichen Shooting Star Press. Und hätte er sich vielleicht dann fürs nächste Match in ein paar Wochen dann aufsparen können. Und ich meine, ja, es war eine verdammt schöne Shooting Star, aber halt unnötig. Ja, einfach ein bisschen smarter wirken an der Stelle. Ja, nicht mehr zeigen, weil man mehr zeigen muss, sondern smarter worken. Einfach mal ein bisschen weniger zeigen und wirken lassen. Ich sag nur Turnbuckle Toriano. Ihr wisst Bescheid. Nächstes Match angesetzt. Cheeseburger und wie hieß der andere? Eisen. Irgendwas Eisen. Entschuldigung, habe ich jetzt den Namen echt nicht parat. Gegen die Dogs. Und die Dogs attackieren Cheeseburger und sein Partner noch vorm Match und machen ihn komplett platt. Und Cheeseburger sagt allerdings: Hey, komm, ich will ein Match. Und Bully Ray kommt raus und macht den Save und sagt zu den Dogs: Hey, komm, ihr seid doch wohl das Letzte. Und was soll denn der Scheiß? Cheeseburger sagt: Komm, Bully, du musst mein Partner sein. Ich meine, Bully Ray hatte Erfahrung mit Farbigen als Partner. Sagt, komm, du bist jetzt hier Hall of Famer und die Fans wollen es und ich will's und du willst es. Oh komm, Bully, du musst mein Partner sein. Und dann lässt sich Bully tatsächlich nach einiger Zeit darauf ein. Und es gibt ein bisschen Dog-Verkloppe. Und dann tut Bully Ray Heel und Cheeseburger und chokes dann Cheeseburger in die Hölle. Ganz genau. Also das Match war nicht unwichtig. Ich glaube, ist es ob jemand angeläutet worden, das Match? Keine Ahnung. Es gab auch einen schönen Boss-Up immer, den müssen wir mal zeigen, ist ja klar. Der Schwarze muss nochmal den Boss-Up springen. Ja, und dann gab es halt die Rückkehr des TNA Bully Ray. Mit einer richtig starken Heel-Promo, auch wenn die ein paar Logiklücken hatte. Vor allem mit der Sache mit dem Piledriver. Er meinte halt. Warte mal, ganz kurz reingegrätscht. Bully muss an der Stelle wirklich verdammt schnell reagieren. Er chokeslammt Cheeseburger und die erste Aussage von ihm ist: Leute wie du sind das Problem in dieser Liga. Ja, und du hörst so ein kleines Raunen durchs Publikum. Hat er Ja. gerade den Schwarzen gedisst? Ja, ich dachte mal, oh Gott, jetzt kommen die Und Rassismusvorwürfe direkt wieder hoch. er reagiert aber sofort und sagt: Solche jungen Penner wie du und Ricochet und Will Ospreay und Flip Gordon, ihr seid das Problem hier. Und ich sage so: Okay, er hat's gerettet. Das haben wir selber gemerkt. So, oh. Ja, da war haarscharf dran, dass das Ding aus den Händen gleitet. Also da war, hat sich fast um Kopf und Kragen geredet. Ja, und dann kommt die größte Logiklücke des Abends. Bully Ray nimmt die Show Geisel und Flip Gordon kommt raus, will den Safe machen, Bully Ray nimmt Cheeseburger in den Ansatz zum Piledriver und sagt: Wenn du noch einen Schritt näher kommst, dann werde ich ihn hier Piledriver und ich werde nicht nur sein Genick brechen, ich werde die ganze Show hier beenden. Und keiner hier wird Kenny gegen Cody bekommen. Denke ich so: Ja, und? Die State Athletic Commission hat kein Problem damit, wenn ihr hier Piledriver zeigt. Wir hatten schon einen heute. Ja, eben. Überhaupt dieses Ja. ganze
überhaupt das mit der ganzen Commission-Dings da, das war ja auch so, man konnte als Wrestler quasi eine Sondergenehmigung selbst einholen. Also quasi hätte sich jetzt da XY eine Sondergenehmigung geholt, auch bei diesen Supershows, die es da gab, dann hätten die auch da nichts gemacht. Also da hat Jan uns ja nochmal in der Facebook-Gruppe aufgeklärt. Also theoretisch hätte da nie irgendwas Schlimmes passiert und ich, keine Ahnung. Und ob die überhaupt was gemacht hätten, das steht sowieso auf einem anderen Blatt. Also, und ich glaube jetzt nicht, selbst wenn es Ring of Honor keine Genehmigung gehabt hätte, da wären mit Sicherheit kaum 30 Security-Leute reingestürmt und hätten die Show hier dicht gemacht. Also. Naja, ich meine, wir müssen an der Stelle mal ganz kurz einen Ausflug machen rüber zu Joey Janela Spring Break. Für alle die da nicht gespoilert sein möchten, einfach mal vielleicht eine Minute oder zwei nach vorne springen. Da gibt es die sogenannte Clusterfuck Battle Royale, Okay. wo einer der Aktiven einen Piledriver zahlt gegen den Invisible Man. Und der Invisible Man ist, wie der Name sagt, ein Unsichtbarer. Und er zeigt einen Piledriver gegen den Unsichtbaren und dann kommt halt direkt ein Vertreter der Commission raus und disqualifiziert ihn für ein Clusterfuck Battle Royale. Ja, also Okay. man hat es hier schon aufgespielt, ja. Und man muss halt tatsächlich auch sagen, allein die Tatsache, dass Bully Ray hier sagt, hey, wenn ich den jetzt hier Piledriver, dann sieht keiner von euch Kenny gegen Cody. Die Fans haben es gefressen, ja. Ja, das kann man mal so machen. Ich meine, es gab auch noch dort einen Castle gegen Marty's Girl, aber das war ja, Interessiert das keinen. interessiert keinen Menschen, da komme ich auch später nochmal drauf hin. Also, ja. Ja, gut, die Idee war schon gut von Bully Ray, aber ich glaube, so hat er vielleicht gar nicht gedacht oder selber nicht ganz durchgelesen, dass Ring of Honor ja diese Sondergenehmigung hatte neben der WWE. Das waren die einzigen, weil mit der Begründung sind die einzigen professionellen Ligen. Ja. Kann man was machen. Ist halt auch geil, dass dann eben Joe Koff, der Eigentümer von ROH Der kam ja rauskommt, auch noch, ne, ja. und Bully sagt, hey, und du stellst diese ganzen Penner hier ein, du bist auch schuld. Und fand ich eben von der Grundsituation eben ganz, ganz nett gemacht. Bully halt wieder Heel. Steht ihm ja auch ganz gut. Ist halt auch faszinierend, wie halt ein Bully Ray von jetzt auf gleich zwischen Face und Heel hin und her schalten kann. Das hatte ich ja auch schon in unserer Time Machine erwähnt an der Stelle. Weißt du, er kommt raus, ist in einem Moment noch die Grinsebacke, schreit Wars ab und im nächsten Moment hat er einfach diesen Killerblick drauf und du weißt genau, wenn du jetzt ein falsches Wort sagst, ne, dann gehst du durch einen brennenden Tisch. So, was ich ja halt ganz stark fand vom Bully, wo er sagt, ja, weißt du eigentlich, wer ich bin? Und dann zieht er den Hall of Fame Ring von der WWE. Ich bin Bully Ray, WWE Hall of Fame, und zieht sich den Ring drüber. Ganz stark, Ja. ganz stark. Das Einzige, was halt an der Stelle dann wirklich komplett ad absurdum geführt worden ist, aber hey, es ist Wrestling, ist diese ganze Geschichte mit dem Heel-Turn der Briscoes, die ja gegen Bully geturnt sind, wo ja Ja. Bully dann eben hier seine herzzerreißende Babyface-Abschiedstour hatte, und dann er eben erst zum Commissioner eben gemacht worden ist. Commissioner ist, glaube ich, die Bezeichnung bei ihm, ne? Oder Special Special Enforcer, genau. Forcer, genau. Ja. Aber kommt aufs Gleiche raus, letztendlich Autoritätsperson. Und na, jetzt ist er halt diese Heel-Autoritätsperson vermutlich. Ich denke nicht, dass er Fulltime zurückkehrt, aber diese ganze Geschichte ist halt ad absurdum geführt worden. Auf der anderen Seite haben wir auch schon gesehen, wie Nation of Domination vor 20 Jahren ein halbes Jahr lang Ahmed Johnson windelweich prügelt, nur damit er sich dann anschließt. Ja. Ja, Wrestling! Wrestling. Ja, ich finde es, glaube ich, auch gar nicht mal schlecht, weil jetzt hat man sich wieder irgendwie so ein paar angetieft, was man jetzt mit Bully machen könnte. Scheinbar hat er auf jeden Fall was gegen die Flippy Guys. Also gegen diese neue Generation an Wrestlern, und Flip Gordon kam ja eben noch mal raus. Also Struktur mal gefällt das. zu guter gefällt das, ja. Mal gucken, was man da jetzt draus macht. Gut, er hat jetzt Osprey, gut, er hat Ricochet beleidigt, der ist gar nicht mehr da. Den habe Osprey, ich schon keine Ahnung. rausgeschmissen. Pervertiert. Osprey ist ja eh mehr in Japan unterwegs, ob der jetzt nochmal großartig auftaucht bei Ring of Honor. Ja, es bleibt jetzt irgendwie was mit Flip Gordon jetzt hängen. Ob da mal. Also Bully wird er nicht mehr wrestlen, oder? Also, oder ist es eigentlich so safe, dass er nicht mehr wrestelt? Also, weiß nicht. Du, bei Bully bin ich mir nicht Weiß man nicht. sicher. Also, Der Terry Funk. eben, es ist sowas wie der Terry Funk, genau. Ja, also. Andere Kritikpunkte, die ich an der Stelle noch hätte, einfach um das Ganze noch abzurunden: dieses Segment hat sich gefühlt ewig gezogen und wir haben zu dem Zeitpunkt die 3-Stunden-Marke schon gut geknackt gehabt.
Da hätte man kürzen können, ja. Man hätte vielleicht auch gar nichts mehr an dieses Kurzding da mit den Dogs da, das hätte man sich eigentlich auch komplett sparen können. Ja, ich meine, das Kingdom darf nicht auf die Karte, aber die Dogs, die müssen da schon drauf. Aber wie gesagt, wir haben zu dem Zeitpunkt eben schon locker über 3 Stunden in der Tasche. Spoiler, es sollten noch ungefähr 1,5 kommen. Und du merkst auch, dass ganz langsam so die Luft aus der Halle rausgeht und alle freuen sich eigentlich nur noch auf jetzt einen schönen Co-Main-Event und danach Cody gegen Kenny. Denkst du, Cody gegen Kenny kommt jetzt. Das ist ein riesiger Geschäft. Diese ganze Supercard of Honor wird seit Monaten damit beworben, Cody gegen Kenny. Auf allen Plakaten siehst du nur Cody gegen Kenny. Und ich stelle es in Co-Main-Event, weil der Main-Event, klar, okay, es ist das Ring of Honor Title Match, aber dieses Dalton Castle gegen Marty Scurll Match wurde halt auch mehr oder weniger in kürzester Zeit aufgebaut und interessiert eigentlich niemanden, weil auch irgendwie niemand geglaubt hat, dass Dalton Castle Marty's Girl, umgekehrt, dass Marty's Girl Dalton Castle besiegt und die ganze Show war nur Kenny Omega gegen Cody, die große Story, die sich seit Monaten zieht, die bei New Japan läuft, die auf den sozialen Kanälen läuft, die bei Ring of Honor läuft. Wieso packe ich das denn nicht in ein Main Event? Weißt du, da fragt man sich einfach, ob die ROH-Verantwortlichen noch nie WrestleMania 18 gesehen haben oder 25. Da war nach Rock gegen Hogan auch die Luft raus und Triple H und Jericho sind bei der 18 abgestunken wie sonst was. Oder eben bei der 25 hattest du Michaels und den Taker und Orton im Main Event ist komplett untergegangen. Ja, da muss man halt wirklich jetzt, muss ich die Brücke zu NXT TakeOver bauen. Da hat man es richtig gemacht. Obwohl auch Aleister Black gegen Andrade gut aufgebaut war. Die größte Story war Gargano gegen Ciampa. Und das war auch richtig, dass das der Main Event wird. Das war die größte Story. Die hat sich über Monate gezogen. Gut, Ciampa war verletzt, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Aber das war die größte Story. Die Fans waren komplett drin und das war der richtige Main Event. Du könntest sogar eben hergehen und sagen, okay, dann pack das ROH-Title-Match in den Main-Event, weil es einfach das ROH-Title-Match ist und wir möchten einfach ein Zeichen setzen und sagen, das hier ist die geilste Fehde, aber der Titel ist halt doch nochmal größer. Problem ist, du hast jetzt hier halt eine fast 40-minütige Schlacht mit Cody und Kenny. Publikum ist komplett müde danach. Danach hättest du halt einen schnellen Sprint als Main-Event bringen müssen. Ja, Und das. nicht nochmal in 30 Minuten hinterher schieben. Ich habe jetzt Live-Berichte auch mitbekommen, dass eben nach Cody gegen Kenny ein Viertel aus der Halle gegangen ist. Und das musst du dir so vorstellen, was den Main Event deiner größten Veranstaltung der Ligengeschichte und die Gladiatoren kommen zum Ring und können zugucken, wie die Zuschauer gehen. Uncool. Aber auf dem Main Event kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber das ist eben schon mal die Grundkritik vorneweg. Zeitmanagement ganz, ganz beschissen entschieden an der Stelle. Aber jetzt Cody gegen Kenny, der Civil War Main Event Stufe 1. Wie wir es eben im Endeffekt schon vor Wochen vorhergesagt haben. Das hier ist mit Sicherheit nicht das letzte Aufeinandertreffen der beiden. Da ist so viel Scheiß drin noch und die Stimmung war so grandios, wenn Cody mit Brandy rauskommt und Bernard the Business Bear und Kenny kommt raus, wird gefeiert wie ein Gott und wir haben die ersten This is Awesome Chants noch bevor es überhaupt losgeht. Und da kommt eben, ja, ich sag mal, ein gepimptes Cody-Match. Ich wollte gerade sagen, sonst sagst du immer das 3-Sterne-Cody-Standard-Match. Hier würde ich sagen, es ist 4-Sterne-Cody-Match. Ja, also du merkst schon, dass das Kenny halt auf Cody-Geschwindigkeit runtergeht. Ja, und Muss dass er. Cody, ja, muss ja auch, klar. Wobei Cody halt, wäre halt interessant gewesen, ob er irgendwie ein Kenny-Omega-Match mitwirken kann. Also es ist hier definitiv nicht Okada gegen Omega, was wir hier bekommen vom Niveau her. Es ist halt ein Cody-Match, das heißt, Cody spielt halt seine Stärken voll aus. Match wird ein bisschen langsamer, ein bisschen gemächlicher, viel Stalling, viel Publikumsarbeit auch. Wo zum Beispiel mal die Goldust Shattered Dreams anschließt und stattdessen den Mittelfinger auspackt. Das war schön. Ich finde es auch witzig, dass er eben jetzt diesen American Deathlock mit reingenommen hat als American Nightmare. Ja, war ein richtig nettes Match mit sehr viel Luft nach oben noch.
für mich persönlich der Höhepunkt ist auch so von der ganzen Story-Entwicklung nicht das Finish, sondern Kenny packt den V-Trigger aus, Cody weicht aus und Kenny verpasst Brandy, die auf dem Apron steht, den V-Trigger, volle Kröte ins Gesicht und Brandy kracht durch den Tisch. Und das ist eben genau dieser zweite Table-Spot in dem Abend, der auf seine Art und Weise mega spektakulär ist. Wir wissen genau, wie der V-Trigger funktioniert. Und den kassiert hier eine Frau, die halb so breit ist wie Kenny Omega. Sie geht durch den Tisch und Cody, die alte Drecksau, kümmert sich halt einen Scheiß um seine Frau, sondern setzt direkt hier seinen. War sogar der Crossroads, ne? Ja, yeah, der Den Crossroads. Crossroads hinterher und versucht einfach nur das Match zu gewinnen und abzustauben. Alter Penner! Ja, Cody ist halt eigentlich einfach eine Ego-Sau, muss man wirklich so sagen. Da komme ich jetzt ja auch direkt mal auf Being the Lead anzusprechen, und da gab es nämlich auch einiges. Ja, das Match hat mir echt gut. Also ich fand es tatsächlich ein bisschen zu lang, 37 Minuten. Also wir haben es zwar immer ein bisschen kritisiert, wenn Cody immer so kurze Matches wirkt, aber das war vielleicht ein bisschen zu lang. Da hätten vielleicht 25 Minuten auch gereicht. Hatte dann durchaus zwischendrin mal ein paar Längen, aber ist jammern auf hohem Niveau. Ja, du hast es schön gesagt. Cody hat halt sein Heelwork durchgebracht, was man halt so kennt, mehr Geschwindigkeit raus und so weiter. Ja, und dann kam halt eben dann der gute Kenny ins Match zurück, wie man ihn halt kennt, mit den V-Triggers, mit den Snapdragons, das sind seine ganzen Signatures. Und ja, und dann ist es richtig gut geworden zum Ende. Und dann eben der Table Spot von Brandy. Der Snapdragon auf dem Apron draußen, der war, Oh, der sah stark aus, ja. der war mega hässlich. Der ist, Der ja, war der ist. wahrscheinlich das safeste Snapdragon, den du ausführen kannst, weil den hat halt zu 100% ausschließlich Kenny Omega genommen. Er hat sich im Endeffekt selber auf den Rücken gesuplext und Cody ist halt irgendwie mitgerutscht. Ja. Mal Cody muss mal vorsichtig sein, der ist eitel. ja, und dann eben, also ich habe mal eigentlich gedacht, ich habe es ja in den letzten Podcasts mal erwähnt, ich habe eigentlich gedacht, das wird ein richtiges Overbooking-Match, also auch mit Eingriffen von Ibushi und dass Brandy hat ja überhaupt das ganze Match vorher immer mal wieder angegriffen, hat er ja immer mal Kenny ein paar Ohrfeigen verpasst, ist auch mal mit den schönen hochhackigen Stiefeln über seinen Rücken marschiert, das tut bestimmt weh. Brandy ist schon eine kleine Bitch, muss man sagen. Aber hübsch, aber eine Bitch. Aber muss man sagen, auch Omega ist ein Ehrenmann. Nachdem er ihr den V-Trigger verpasst hat, er sich ja direkt um Brandy gekümmert, zumindest so ein bisschen, mal geguckt, ob sie noch lebt. Cody hat ja gar nichts davon gemacht. Also sein Ding war ja durchgezogen, will einfach das Match gewinnen. Und ja, dann Da kam ja kommt auch. der Flip raus, um Brandy zu helfen. Ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Being the Lead. Ja, und dann Refbump. Natürlich. Refbump. Musste sein, habe ich sowieso den ganzen Abend drauf gewartet, bis der erste Refbomb kommt. Dann kamen die Young Bucks zögerlich aus dem Backstage-Bereich gelaufen, in den Ring marschiert und die Fans alle gespalten. Erst drehen sie sich zu Kenny Omega, doppelter Superkick. Nee, drehen wir uns zu Cody, dem Superkick verpassen, was machen wir? Matt sagt's, nee, Nick sagt's. Wir verpassen Cody den Superkick. Ja, der geht halt aus dem Weg. Und der doppelte Superkick landet halt im Gesicht von Kenny Omega. Und ich sage, wer smart wird, wie halt auch bei dem Table-Spot, egal ob das jetzt versehen war oder nicht, Cody-Situation direkt genutzt, Crossroads zum Sieg, 1, 2, 3. Ja, und die Young Bucks waren verzweifelt danach. Ja. Cody hat gefeiert, als ob er gerade WWE, Universal, World, IC, US und alles mögliche Champion gleichzeitig geworden wäre. Und nebenbei noch Okada gepinnt hätte. Ja, und für die Young Bucks ist die Welt zusammengebrochen. Und Omega war angepisst wie Sau. Ach, was wir noch gar nicht erwähnt haben, was mir auch noch wahnsinnig gut gefallen hat, direkt am Anfang ein Eingriff von Bernard the Business Bear, der Omega mal die Füße wegzieht. Und Stimmt, Omega ja. geht halt raus und verpasst den Suicide Dive und köpft das arme Tier. Oder eine Fan hat sich den Hat ihm Bärenkopf aufgesetzt. den Kopf abgerissen und hat ihn ins Publikum verschenkt. Ja, Animal Cruelty und so. kann man was so machen. Jetzt komme ich, ich habe mich endlich mal richtig vorbereitet hier und habe endlich mal Being the Lead angeguckt. Da gab es nämlich die 100. Folge. Jetzt und habe ich mal angeguckt und da hat sich da gerade durch das Thema Supercard of Honor.
Und da hat man es nämlich gezeigt, eben nochmal die Szene eben aus dem Match. Und ja, nach dem Match ging ja Omega Backstage und die Young Bucks auch. Und dann haben wir halt eben, dass die Bucks bei Omega in die Umkleide marschiert sind. Das ist auch ein guter Herr Ibushi. Sein schauspielerisches Talent ist wirklich überschaubar, würde ich sagen. Aber es ist eine Nebensache. Ja, und die Young Bucks haben sich halt entschuldigt bei Kenny und meinen so, ja, Kenny, das war alles keine Absicht. Wir wollten eigentlich Cody den Superkick verpassen. Wir sind doch hier die Elite und wir haben jetzt die 100. Episode auf YouTube. Jetzt fängt erst richtig an. Wir wieder zu dritt. Scheiß auf Cody. Wir machen unser Ding. Und Omega war angepisst, meine so, wir sind hier gar nichts mehr. Es gibt keine Elite mehr. Wir sind auch keine Freunde mehr. Und euer Being the Elite-Zeugs da auf YouTube könnt ihr vergessen. Es war sowieso immer nur euer Ding. Ich war hier immer nur die zweite Geige. Ihr habt euer Ding gemacht, eure Shirts verkauft und ich war hier eben nur quasi so derjenige, der euch ein bisschen overbringt und noch mehr die Merchandise-Verkäufe ankurbelt. Und die Young Bucks waren verzweifelt. Nick oder Matt war den Tränen nahe und wollte dann Omega umarmen und da kam dann die Bushi dazwischen und meinte, Gott, mit seinem perfekten Englisch, das er sprechen kann. Und hat er dann die Young Bucks rausgeschmissen. Also da sieht es halt wirklich so aus, momentan, als würde es die Elite nicht mehr geben. Und dann gab es eben einen Schnitt in den Umkleideraum von Cody. Da saßen dann auf die Young Bucks reinmarschiert und haben sich so auf die Couch gesetzt. Und Cody komplett am Ausflippen und am Feiern und am Champagner rumspritzen und meinen so, ja, Celebration, wir feiern heute endlich. Und die Bucks angepisst gewesen, nur den Kopf geschüttelt. Haben dann den Raum verlassen, hat er irgend so einen flapsigen Spruch, der Hangman war auch im Raum gestanden und dann hat Cody so einen flapsigen Spruch gebracht, dass da war auch der Hangman dann irgendwie angepisst und gemeint, Cody, so nicht. Ist er auch mal rausmarschiert. Dann war da der Bär noch in der Umkleide und Cody meinte, los, dann machen wir Party. Und der Bär schüttelt auch nur den Kopf, marschiert auch aus dem Raum raus und Cody sitzt da. Trauriges Gesicht. Wird auch so eine Trauermusik eingespielt. Ein ganz trauriger Cody saß eben in der Umkleide. Keiner möchte mit ihm feiern. Und meine so, ja, und zwischenzeitlich noch, wo ist eigentlich Brandy? Also, die ist auch nie da, wenn sie braucht. Naja, auf jeden Fall. Sieht es wohl so aus, als würden sie jetzt alle gegen Kenny, gegen Cody verschwören. Also, und Cody ist jetzt wohl scheinbar derjenige, der jetzt hier komplett alleine auf weiter Flur steht. Muss man mal sehen, wie jetzt diese ganze Story weitergeht. Ja, passend zu Episode 100, ne? Ja, schönen Cliffhanger gebaut, ja. Gab übrigens noch einen geilen Cliffhanger. Kann ich gleich mal erzählen. Nee, ich warte noch, bis mein Main Event angelangt sind mit Marty's Girl. Der könnte nämlich seine Wrestling-Karriere demnächst beenden. Ganz witzig. Um mal so einen kleinen Ausblick nach New Japan rüber zu machen. Da ist ja dann auch direkt die Rückkehr der nächsten Bullet Club-Legende angekündigt worden. Vielleicht ist es jetzt dann die erste Reaktion von Cody, um sich einen neuen, coolen Bullet Club aufzubauen. Genau, ich suche die coolsten Typen vom Bullet Club. Ja. Der Boner ist back. Ja, sehr schön. Nicht. Wir waren ja alle begeistert, zumindest Basti war begeistert, alle anderen waren nicht begeistert bei uns in der Facebook-Gruppe. Ja. Die Legende, der Mann. Ja, mal schauen. Naja, wenn alle Stücke reisen, mal den Bone Torture und Burner den Bären, naja, wenn nichts geht. Ja, hier möchte ich nochmal ganz kurz zu Flip Gordon rüber wechseln, weil Brandy wurde dann nämlich Backstage gebracht nach dem Tablespot und wurde dann von dem Arzt untersucht, ob sie jetzt ins Krankenhaus muss oder nicht. Und Flip Gordon hat sich rührend um sie gekümmert. Und ja, und Brandy meinte so, ja, Flip, danke für alles, best friend und so. Und ja, man könnte jetzt wahrscheinlich ausrechnen, wo vielleicht diese Story hingeht. Also mal gucken, ob es da so eine kleine Liebesstory jetzt gibt. Oh, jetzt möchte ich es nicht unbedingt bei Ring of Honor sehen, aber wäre durchaus interessant, wenn sich Brandy auch noch abwendet von Cody, weil momentan behandelt ja Cody jeden wie scheiße. Also egal, ob verheiratet, Freund, Stable-Mitglied, Hauptsache Cody ist Nummer 1. Gibt übrigens bei Pro Wrestling Tees auch noch ein neues Shirt von ihm, wo drauf steht irgendwie, die Bucks haben sich entschieden. Bescheuert. Aber das ist halt die Cash Cow. Ja. 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 Also, so, da ist das letzte Wort definitiv noch nicht gesprochen. Nein. So wie das jetzt hier läuft, ist die Option immer noch Richtung Final Battle was richtig Großes aufzubauen. Wie gesagt, ist zwar noch 8 Monate hin bis dato,
aber ich sehe da überhaupt kein Problem, die Geschichte noch so lang zu ziehen. Nee, also das. Ich gehe davon aus, dass jetzt Cody wahrscheinlich jetzt so Willen, wie er ist, weiß ich mal jetzt quasi so zu so tun, als ob er sich jetzt, als ob er bekehrt ist und jetzt Best Buddy mit jedem machen will und bei jedem schleimt, damit die wieder alle zum Team Cody kommen. Würde ich mir so vorstellen, dass es jetzt vielleicht ein paar Wochen läuft und Cody vielleicht auch ein bisschen wieder ein bisschen faciger agiert und dass dann doch irgendwann der Swerve wieder kommt. Also ich finde halt, wrestlerisch Cody kann man mögen, muss man aber nicht. Ich mag ihn jetzt nicht so sehr, außer der Gegner stimmt, dann sind es meistens ganz gute Matches, aber alles, was er abseits vom Wrestling macht, ist einfach gut. Also sein Heelwork ist genial und du nimmst ihn halt auch alles ab. Du nimmst ihn den Face durchaus ab, du nimmst ihm aber auch den Heel komplett ab. Also das, ich bin da mal gespannt. Also der hat ein gewisses schauspielerisches Talent und ich glaube, der Cody ist so dermaßen wichtig für diese ganze Story. Also ich werde immer mehr zum Cody-Fan, merke ich. Eieieiei. Dann zerreißt du dann dein Herz, wenn dann Cody und Kota wieder aufeinandertreffen. Nee, so weit ist Cody noch nicht. Leider wird zwar Ibushi das Match verlieren, aber macht da nichts. Hauptsache Kenny und Kota sind noch im Team. Oh. Tut mir die andere Liebesgeschichte immer noch hätten. Oh Gott. Aber wie gesagt, da ist auch überall viel Luft für weiteren Entwicklungsraum. Gehen wir zum World Title Match, Alex. Gehen wir rüber, ja. Absolut bekloppt, eben hier noch das World Title Match zu bringen, in der Länge auch nochmal halbe Stunde World Title Match hinterher. Dalton Castle verteidigt gegen Marty Scurll. Ich hatte es gerade schon gesagt, die Fans in der Halle haben schon angefangen, die Halle zu verlassen. Wir haben gerade die 4-Stunden-Marke geknackt. Es hat angefangen, an der Substanz zu zehren, gerade wenn du eben noch so viele andere Shows an dem Wochenende hast. Da wären etwas kompaktere Shows durchaus vielleicht ein Ticken intelligenter gewesen an der Stelle. Match per se für jede andere Show super Main Event. Findest du? Ja, wenn du eben nicht vorher eben Kenny und Cody gebracht hättest, wäre das für jede andere Show ein super Main Event gewesen. Das war mit einigen smarten Momenten drin. Man hätte es vielleicht, sagen wir mal, 10 Minuten kürzen können, 5 Minuten kürzen können. Aber ich meine, man will halt diese epischen World-Title-Schlachten. Und wir hatten ja in der Vergangenheit schon gesagt, Dalton Castle braucht halt noch diese großen Matches, die ihm halt noch fehlen, um als ROH World Champion wirklich glaubhaft rüberzukommen. Man hat halt versucht, so eine epische Schlacht mit Marty Scurll aufzubauen. Und es ist halt meines Erachtens auch an der Situation gescheitert, dass es eben hier der Main Event war. Und so war es halt wirklich kein schlechtes Match, aber halt beschissen positioniert, beschissen vom Zeitplan her, vom Timing her. Ich fand in dem Moment wahnsinnig gut, wo Marty dem Ref die Finger bricht. Ja, und der Ref deswegen nicht zählen kann. Das war super smart. Das war genial. Aber letztendlich war es dann halt, ich meine, gerade in der Finish-Phase haben sie es halt geschafft, die paar Fans, die noch in der Halle waren, wieder zurückzuholen. Wir haben auch hier wieder die fiesen Tritte von Marty an den Kopf gesehen, die wir ja gegen Will Ospreay auch schon gesehen haben. Also da ist er zumindest jetzt konsistent. Und letztendlich kann sich halt Dalton Castle durchsetzen, aber alles in allem bleibt halt dieser fade Beigeschmack. Es war zu viel in der Show. Das sehe ich genauso. Also ich persönlich, ich bin halt auch kein Dalton Castle-Fan. Das kommt halt auch noch dazu. Falscher Main Event für mich auch ganz klar. Und ich hatte halt, also ich habe mir aufgeschrieben, die letzten 5 Minuten fand ich vom Match richtig gut, aber ich fand den Rest wirklich etwas zu zäh. Also lag wahrscheinlich auch dann eben, die Show ging halt eben schon so lange. Ich war da auch schon ein bisschen ausgelaugt. Aber ich bin nie wirklich in diesen Match reingekommen. Also ich habe da auch nie wirklich Highlights gesehen und ja, wie ab dem Zeitpunkt, wie dann Marty das Puder geholt hat und dann quasi ein Säbel ins Gesicht bekommen und dann versehentlich den Referee zweimal gefingersnappt hat, weil er dachte, es wäre Dalton Castle, weil er nichts mehr gesehen hat. Das fand ich ganz, ganz unterhaltsam. Auch dann der Bangerang kam dann einmal dann eben, wo der Ref dann eben nicht zählen konnte.
Das war wirklich gut. Das haben auch die Kommentatoren gut verkauft. Und dann gab es den zweiten, beim zweiten Bangerang war dann Schluss. Ja, also ich bin irgendwie nicht warm geworden. Vor allem, ich hatte jetzt hier auch null Spannung, weil mir war irgendwie klar, also Marty's Girl ist noch nicht so weit, dass der jetzt Ring of Honor World Champion wird. Also es wird noch ein halbes Jahr, dreiviertel. Also in dem Jahr denke ich überhaupt nicht mehr. Eher vielleicht dann so ein Kandidat wie Next, wie das nächste Jahr, wo du dann wirklich als fester Main-Eventer etablieren kannst. Und da steht Marty's Girl momentan noch nicht. Er hat das Zeug dazu, völlig klar. Würde auch mit Sicherheit, wenn er jetzt längerfristig bei Ring of Honor bleibt, was ich mal von ausgehe, dann wird er mit Sicherheit irgendwann mal Ring of Honor World Champion, weil der ist einfach so gut. Aber momentan ist er nicht wirklich aufgebaut. Das Match hat er dieses Number-One-Contender-Match gewonnen und das Match stand. Man hat auch vor dem Match auch kein Videopaket mehr eingespielt, weil da gab es halt auch nicht viel, was da passiert ist vorher. Marty Scott hat eben dieses Match gewonnen und war halt Nummer 1 Herausforderer und mehr war es halt nicht. Und Dalton Castle ist halt der Champion und ja, das Match stand halt irgendwie. Und eben noch nach dem Kenny gegen Cody Match, die 37 Minuten, jetzt nochmal eine halbe Stunde, war halt echt zu lang. Und das Match hat sich für mich am Anfang schon ziemlich gezogen, die ganze Zeit über. Und ich habe mir dann doch ein bisschen. Das ist auch so ein Punkt, Entschuldigung. Du hast hier halt diese beiden großen Entrances am Schluss nochmal, ne? Castle ja, halt mit seinem Big Match Entrance. Stimmt. Und, ja. Und Skull braucht ja auch eine halbe Ewigkeit, bis der im Ring ist. Diesmal mit dem goldenen Outfit. Ja, und dann hast du halt die ersten paar Minuten halt die typischen Marty's Girl und die typischen Dalton Castle Shenanigans. Ja, die sind ja immer mit dabei, das stimmt. Ja, ja. Aber die brauchst du halt auch irgendwo für die Charaktere, aber da gehen dir halt dann locker schon mal 5 bis 10 Minuten drauf. Genau, das stimmt, ja, das stimmt. Kommt. Und das, ja. Ja. Wenn du halt diese durchaus wichtigen Charakterspielchen da reinbringen willst, dann bleibt dir eigentlich nicht mehr viel Match übrig, wenn du einen Sprint hinlegen willst. Also entweder lässt du dieses Spielchen weg oder du machst halt wirklich einen Mega-Sprint, aber dann ist es halt auch irgendwo wieder unbefriedigend. Weißt du, dann meckern dann alle wieder rum, ja, was war das denn hier für ein kurzes Match? Also im Endeffekt hat man sich halt durch die Tatsache, dass man dieses Match in den Main Event gebuckt hat, irgendwo ein bisschen in die Ecke gebuckt, meiner Meinung nach. Nach eben Cody gegen Kenny, was eigentlich alle sehen wollten. Vielleicht ja, war die Karte tatsächlich ein bisschen übervoll. Vielleicht hätte man da an anderer Stelle ein bisschen was weglassen müssen. Möglich, ja. Ja, doch, also das ist halt, man wollte viel bieten, war halt, man wusste ja, dieses wäre der größte Ring of Honor Event aller Zeiten und da hat man ein bisschen auf WrestleMania gemacht und einfach mal die Show, ich meine, so ein Ring of Honor Show dauert in der Regel 3 Stunden, hier hat man 4,5 draus gemacht. Habe ich ja eigentlich grundsätzlich nichts dagegen, aber wenn man es halt eigentlich nicht gewohnt ist von Ring of Honor, solche langen Shows, ja, dann ist es halt dann doch ein bisschen schwierig dann. Und gerade wenn es dann, wenn du vorher eben Cody gegen Omega hattest, was ja eigentlich, ich denke mal, 90% haben wegen dem Match eigentlich wahrscheinlich Supercard of Honor angeguckt, war eben, weil sie unbedingt dieses Match sehen wollten. Und ja, Dalton Castle gegen Marty Scurll war halt einfach zu unbedeutsam für die ganze Card. Also, ja. Da hätte man ein bisschen smarter arbeiten müssen von der offiziellen Seite und entweder die Matches tauschen oder vielleicht hätte man das Match trotzdem noch eher bringen müssen, vielleicht schon in der Hälfte von ist zwar ein bisschen blöd, das Ring of Honor Title Match in der Mitte von der Matchcard zu bringen, aber wäre vielleicht fast sinnvoll, aber da war halt auch irgendwie das Ladder Match mit drin. Also die Matchcard war echt pickepacke voll, also es war schon schwierig, also für die beiden, es war falscher Spot irgendwie, also. Und es war eigentlich auch klar, wenn die, wie die gewusst haben, wahrscheinlich, dass die erst nach Cody gegen Omega kommen, dass die da noch versuchen mitzuhalten, das ist halt echt schwierig. Also, da, das war so ein bisschen Todesspot, klingt ein bisschen fies, aber, ist aber eigentlich so, weil die Fans, wie du sagst, ein Viertel der Fans ist heimgegangen nach dem Cody-Omega-Match, also, das zeigt halt schon einiges und Dalton Castle gegen Marty Scurll sind halt trotzdem, schon bekannte Namen, aber Cody Rhodes gegen Kenny Omega, der 6-Sterne Kenny Omega gegen Cody Rhodes, der WWE-Guy, der Rhodes, der Sohn von Dusty Rhodes. Die 3-Sterne-Maschine. Die 3-Sterne-Maschine. Ja, und das sind einfach Namen und wenn du halt große Namen auf der Karte hast, dann die ziehen halt einfach und da haben die Leute halt Bock drauf und da stinkt halt leider ein Castle gegen Skrull ab. Was ist das? So leid es mir. Wenn du überlegst, was hättest du denn weglassen können? Ich meine, du hast 5 Titelmatches, ja? Und jedes einzelne davon hat ja doch irgendwo
eine Existenzberechtigung. Einfach per se, weil es Ring of Honor ist und Titel halt, ne? Heißt, du kannst das Frauenturnierfinale eigentlich nicht weglassen. Dieses Six-Man-Leiter-Match oder Six-Man-Title-Match mit der Leiter halt, das ist halt das spektakuläre Spotfest, was interessant ist. Du musst halt irgendwo die Briscoes präsentieren, weil es die Briscoes sind. Ja, am ehesten hättest du da locker noch ein paar Minuten sparen können. Du hättest beim TV-Title-Match was sparen können, aber es ist halt der TV-Title, der muss präsentiert werden und da musst du halt irgendwo auch den World-Title präsentieren. Eben, und Und beim das Team, alles beim wird dann überschattet, dass du eben Cody und Kenny noch auf der Karte hast. Dann sagst du, geil, ich habe hier Kota Ibushi an der Hand. Natürlich muss ich den präsentieren. Ja, und dann sind wir schon fast in dem Bereich, wo wir sagen, okay, wir müssen Chucky T und Jonathan Gresham von der Karte schmeißen und Punishment Martinez und Tomohiro Ishii. Eben, konntest du aber, also okay, Chucky T gegen Gresham konntest du vielleicht am ehesten runterschmeißen, aber Martinez eben nicht, weil der halt momentan aufgebaut wird von Ring of Honor und du kannst dich auf der wichtigsten Show des Jahres dein neuen zukünftigen Top-Guy runterschmeißen Eben. und Martinez hat sich das auch verdient und Ishii ist halt immerhin jetzt Rev-Pro-Champion auch noch, das hat nur mal Aussage, also und von daher und Kota Ibushi, man ist es Ibushi, ist ein Megastar, wenn du den bekommen kannst auf die Karte, dann musst du ihn bringen und dann, und es ist halt auch wichtig für die Story, wo wir momentan beide drin und Hangman Page kannst du auch nicht weglassen, der ist natürlich auch over bei den Fans, der ist wichtig, der ist inzwischen da auch im Aufbau, ist ja auch gut gepusht, bekommt zwar bei New Japan deutlich mehr als bei Ring of Honor, aber unwichtig ist der Mann auch nicht für Ring of Honor, vor allem wenn der halt auch ein Mann für die Zukunft ist, dann musst du halt auch auf den setzen, also Ja, am ehesten hättest du noch das Bully Ray Segment weglassen können, beziehungsweise ja. eine TV-Shows bauen können, aber man wollte halt hier eben noch auf dieser Welle mitschwimmen. Schau Mhm, mal, wir haben den genau. Typen da, der gestern noch in die Hall Ganz of Fame genau. gekommen ist. Ganz Ja, genau, und ganz auch genau. das kann man eben aus strategischen Gründen nachvollziehen. Und damit hast du halt eine Card, die 4,5 Stunden dauert, von der du eigentlich nichts weglassen kannst. Und wenn man es jetzt eben mal ein bisschen großzügig mit dem Rotstift einkürzen, dann kommen wir halt vielleicht von 4,5 Stunden auf 4 Stunden, aber viel weniger kannst du dann eigentlich auch nicht machen. Nee. Weil irgendwo willst du ja auch eine runde Show präsentieren. Und nichtsdestotrotz hast du dann halt eine 4-Stunden-Show und die ist schon verdammt lang. Und parallel lief halt NXT und auch NXT hat ja im Gegensatz zu den üblichen 2,5 Stunden schon mal auf über 3 Stunden überzogen diesmal. Und die hatten ja nur 5 Matches. Ja, was ich übrigens auch sehr gut finde. Aber wie gesagt, vom ganzen Zeitmanagement, wir können es hier kritisieren, wie wir wollen. Man muss auch bedenken, die Pre-Show mit den beiden Frauen-Matches und dem Dark-Match, Dingsbums, Three-Way Dark-Match, das lief ja auch noch. Das heißt, die Fans in der Halle hatten ja noch mal eine Stunde zusätzlich. Heißt, wenn die jetzt komplett im Main-Event auch noch mitgenommen haben, saßen die halt auch mal 5,5 Stunden in der Halle. Dann So ist ist klar, es. dass dir halt im Main-Event irgendwann die Luft ausgeht. Ja, dann geht es ja so wie dem Typen bei 205 Live, der eingepennt ist. Hast du es mitbekommen? Nee, hab ich Da, nicht bekommen. bei 205 Live ist ein Zuschauer eingepennt und ist dann irgendwie so mit dem Kopf nach hinten weggesackt und hat sich nicht mehr be bewegt und da haben die Securities geprüft, ob der vielleicht gestorben ist. Oh, das ist mies. Und haben ihn dann aufgeweckt und er hat dann vom Publikum He's Alive und Let him sleep und Please don't die und sowas bekommen. Okay, kann man machen, kann Sehr man schön. machen. Ja. Wir wären kurz davor gewesen, 205 Dead zu bekommen, statt 205 Live. Dead End. Ja, aber ist ja nochmal gut gegangen. Aber wie gesagt, grundsätzlich von der Problematik her, es ist wirklich hier Meckern auf hohem Niveau, weil grundsätzlich ist es hier keine schlechte Show. Und damit möchte ich dann so langsam Richtung Fazit gehen, wenn du einverstanden bist. Aber das Zeitmanagement ist halt tatsächlich irgendwie nicht gut gelöst bei der Show. Und ich nehme es einfach mal vorweg. Wie gesagt, ich finde die Show war gut. Es war eine ordentliche Ring of Honor Show, aber letztendlich für mich persönlich ein Ticken zu lang und stellenweise ein Tick zu belanglos. Und damit meine ich jetzt halt ganz konkretes Tag Team Title Match mit Tanahashi und Lethal, das Television Title Match, das
der ganze Heel-Turn von Bully Ray. Und so leid es mir tut, halt auch der Main Event. Die waren halt dann irgendwo nicht schlecht, aber halt in Richtung belanglos tatsächlich zu kategorisieren, meiner Meinung nach. Und Omega gegen Cody war halt auch definitiv kein schlechtes Match, ob man bei denen unbedingt 37 Minuten gehen muss, obwohl es nicht wie 37 angefühlt hat. Ist halt auch zu fragen, ne? So würde ich dann letztendlich bei 7 Punkten landen. Da würde ich ja nicht 1:1 mitgehen. Also ich hatte meine Highlight, wie gesagt, ich fand ja Hangman Page gegen Ibushi mein Match des Abends. Ich fand das Leiter-Match saustark. Ich fand Cody gegen Omega war ein sehr gutes Match. Der Opener war ordentlich. Punishment Martinez gegen Ishii hat mich sehr gut unterhalten. Kurz und knackig und ein richtiger Sieger. So. Und dann hatte ich halt meine paar Lowlights. Also das Frauenfinale fand ich halt einfach nicht gut. Das Tag Team Match fand ich jetzt nicht wirklich gut. Oder zumindest solide. Und der, leider gehört das halt auch der Main Event. Also ich kann nur 1:1 mitgehen. Ich bin halt auch bei 7 Punkten. Und mehr kann ich nicht geben. Da hätte man ein bisschen, ja, weniger ist vielleicht manchmal mehr. Aber wie gesagt, mir ist halt schwierig. Also vielleicht hat man sich. Schwierig, also wenn man so von der offiziellen Seite, ich meine, klar, man weiß hier 6000 Leute in der Halle, größter Ring of Honor Event, man wollte so viel wie möglich raushauen, man wollte halt unbedingt die Topstars da von New Japan präsentieren, die halt da waren, hätte eigentlich nur noch Minoru Suzuki gefehlt, das wäre halt der einzige eigentlich, der noch gefehlt hätte, nur auf der Card, da hätte es wahrscheinlich 9 Punkte gegeben. Ja. Aber ja, gut, aber ich auf der einen Seite kann ich es verstehen. Wenn du halt einen Tanahashi bekommen kannst für den Event, dann musst du ihn halt irgendwie draufbucken und du kannst ihn halt auch nicht irgendwie, sind nur noch 15 Open, der Match wird in 5 Minuten bucken, musst du ihn halt auch irgendwie den wichtigen Spot geben. Ja, es ist halt schwierig. Ich glaube, Ring of Honor hat halt, ja, die wollten viel, die haben viel probiert. Wird aus Big Match Tanah Dark Match Tanah. Dark Match Tanah, ja, das wird eh bald. Wenn er von Okada vermöbelt wird, erstmal, dann ist es eh bald vorbei mit der Karriere. Ja, stimmt nicht. Aber ja, der Versuch war da. Ich würde mal behaupten, dass man vielleicht bei Ring of Honor jetzt vielleicht des Öfteren jetzt mal ein paar längere Events sehen wird, dass man jetzt durch das Honor Network jetzt eben vielleicht ein bisschen an die Events besser anders aufbaust, die jetzt vielleicht auch in Zukunft ein bisschen länger sind. Das war ja der erste Versuch, richtig durchzustarten. Hat jetzt nur semi-gut funktioniert das Ganze. Weniger ist manchmal mehr. Ich hoffe, die lernen draußen und beim nächsten Event wird es vielleicht ein bisschen eine rundere Sache. Die New Japan Guys sind ja sowieso nicht immer da. Auch wenn sie jetzt wieder angekündigt haben, es gibt jetzt für die War of the Worlds Tour. LIJ mit der vollen Kapelle haben sie schon angekündigt dafür. Gucken, was man da ein bisschen für Matches bringt, bin ich mal gespannt. Aber ansonsten, ja, man hat viel richtig gemacht, auch ein paar Fehler gemacht. Man lernt draus. Ich hoffe, das Honor Network läuft besser in Zukunft und dann, es kann nur besser werden. Allerdings. So, Alex, dann sind wir an der Stelle durch mit Supercard of Honor 12. Mhm. Wir beide hören uns dann morgen schon wieder, wenn wir über RevPro weiter schnacken. Yes, sir. Weil das ist dann. Etwas kürzere Show. Ja, die sind ziemlich genau bei 2 Stunden gelandet. Das ist eine sehr angenehme Länge. Das sind auch nur 6 Matches. Also die sind da so eher im NXT-Bereich. Allerdings muss man auch sagen, das ist eine unheimlich gute Länge für Shows. Gerade am WrestleMania-Wochenende, wenn du gefühlt 17.822 Shows hast und teilweise die gleichen Wrestler bei allen Shows auftreten. Will Ospreay ist teilweise von seinen Matches aus dem Ring raus, in Gear, ins Taxi gehüpft, rüber in die nächste Halle gefahren, ab in den Ring, im verschwitzten Gear und direkt weiter gewrestelt. Aber wie gesagt, RevPro behandeln wir beide dann morgen. Das könnt ihr da draußen dann natürlich dann auch wieder bei uns hier im Wrestling Talk Radio hören. Genauso wie ihr noch mit Sicherheit den einen oder anderen Cast hören werdet zu Rahmenprogramm von WrestleMania. Ich habe da sowas im Auge von Lucha gegen Impact, was meines Wissens nach ziemlich sicher sein müsste. Es könnte durchaus sein, dass wir noch über Joey Janela Spring Break sprechen, was mega bizarr war mit dem Great Sasuke im Main Event, der Bon Jovi singt. Oder Walter, der Hackfleisch macht aus einem Quebecer. Aber das sind alles noch Geschichten für die Zukunft. Oder ihr könnt natürlich auch einfach in unser Archiv reingucken.
euch die ganzen WrestleMania-Tasks, nicht Tasks, sondern Casts anhören oder was euch sonst alles noch gefällt, könnt ihr machen auf allen möglichen Medien, Facebook, YouTube, da hört es mal als erstes, iTunes. Wenn ihr das dort hört, einfach auch gerne mal eine Bewertung da lassen. Je besser, umso besser. Na, klingt gut. So Titus O'Neil-Logik. If you make want to make a win. Und ansonsten auch gerne mal ein bisschen Feedback da lassen. Je konstruktiver, umso besser. Damit können wir auch was anfangen. Ja, Alex, das war's dann. Das war's. Dann War kannst du dich schön. jetzt dann verabschieden. Ich mach's diesmal hoffentlich richtig, nachdem ich es ja bei Takeover verkackt habe, nachdem ich das Ding auf Deutsch sagen wollte. Die Kenny Omega Catchphrase. Heute wieder im Original. Goodbye and good night. Kein Mach hinterher? Soweit bin ich noch nicht. Okay, das hebst du auf für Kota. Das mache ich dann, wenn Kota Ibushi gegen Omega, wenn das Match stattfindet, dann wird es das als Catchphrase dann geben mit Pistolenkuss. Sehr schön. Gut, Alex, bang, raus. Ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Alex, danke, wir hören uns morgen. Und ansonsten, ihr wisst Bescheid, dranbleiben, WTR hören, gut finden. Sauber bleiben. Bis zum nächsten Mal. Wenka, wenka.